Hallo ihr Lieben, ich bin mir ziemlich sicher, in dieser Session werden wir The Case of the Golden Idol auflösen. Geil, finde ich gut, bin ich dabei. Mit dabei ist auch ein nackter Mann mit einer Flinte und hier liegt schon jemand am Boden, der gehört scheinbar zur New Order. Aber der lebt noch. Ja, zuletzt haben wir mitbekommen, die New Order hat die Hoheit im Empire an sich gerissen, eine Art Schreckensherrschaft errichtet, mit sehr willkürlichen Regeln. Du musst bestimmte Tugenden befolgen, damit im Prozess... Oh Gott, diese Mathe-Folge. Hey, ja, 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 ja. Oh, aber die liegt hinter uns. Sehe ich da einen Boomerang? Oh, Boom, 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 Boomerang. Das ist wie so ein 90er-Song, oder? Ist es ein Song, wirklich? Willst du mich verarschen? Boomerang, komme ich immer wieder bei dir an. Habe ich doch letzte Session, vor zwei Sessions gesungen. Habe ich schon gesagt, dass es Blümchen ist, ne? Ja. The slight delay in the peaceful march to King's Castle. Ah, wir hatten gelesen schon. Oh, King's Castle. Der King war noch nicht... ganz eingelullt, oder ne? Ja, und der hat sich noch gewehrt. Gegen die Herrschaft der New Order. Und deswegen wollten sie aufs Schloss marschieren, aber das scheint sich zu verzögern. Mal sehen, ob die New Order jetzt zerschlagen wird. Oh Gott. Oh Gott. Okay, deswegen war das auch so breit hier. Okay, lass uns unten links am Lager anfangen. Sieht nach Krieg aus. Das heißt, wir haben hier ganz viele... Oh Gott. Dinge. Ah, da erkenne ich jemanden. Unseren Anwalt mit Brille. Maker heißt er, ne? Ja. Yes, Comrade Lazarus has not yet returned for several hours. Comrades Alistair and James have gone to find him. If they don't return, we will organize more search parties to find the lost. Jenny immer noch am Husten. Nicholas Mac heißt er. Sehr gut. Also Lazarus, Alistair und James. James ist der Arzt gewesen. James Turner. Ja, sind... Also, Lazarus ist weg und Alistair und James suchen nach ihm. Interessant, dass sie jetzt Comrade immer sagen, ne? Okay. Lazarus, der unser Lord and Savior. Verschwunden? Fragezeichen. Wir gehen rein. Aha! Das kennen wir doch hier noch. Blackfoot Manor ist doch das Haus von Cloudsley gewesen, oder? Ja, und Cloudsley Cabin. Weil der hat doch hier am Fluss gewohnt. Lover's Idol? Little Mermaid Inn, das kennen wir auch. Das kennen wir alles, ne? Nur Belchester, Belchester Castle könnte das sein, wo wir gefeiert haben, oder? Maybe. Also die vorletzte Folge vom Turner, wo dann der andere zu Tode kam. Ah, ich wollte gerade fragen, ob das von... Ah, da kommen wir an den Namen, Lazarus Her. Ah, ja, stimmt. Weil wenn wir Party Camps, dann hier unten, ne? Ja, okay, da sind wir gerade. Gut, okay, hier ist... Oh, das Buch. Das böse Zauberbuch. Kegeln, Fragezeichen? Brief in Vogelkäfig. Lazarus, you took 32 things from me, but a bitch ain't... Nein, sorry. I demand you return them. If you refuse, I will make the story of your true origins known to the other party leaders. At 11:30 on May 15, meet me at the place... The idol was stolen from our brother and poor Willard Wright matches this. Come along, bring proof, something personal of yours to give to the veiled woman. Tie your replay to the pigeon and release it from the cage. It will find me. Also jemand erpresst Lazarus, ne? Ja. Der sagt 32 Dinge, sehr spezifisch. Ja. Wurden von ihm, hätte er ihm gestohlen. Wenn er die nicht zurückbringt, wird er die wahre Geschichte seiner Herkunft. Wie er wahrscheinlich in die Brotherhood kam, ne? Naja, und auch der Fake, ne? Das Idol und so weiter. Und er sagt, der Taube wird den Weg zu mir finden. Und oh, gut. Wie wir sehen, ist die Taube ja nicht mehr im Käfig. Ich würde fast. Achso, ja, stimmt. Oh. Ich weiß, dass du fast dein Wasserglas umgekippt hättest. Na, aber du fast. Oh, und dann ist. Ah, das wollte sagen, das ist wieder das. Ah, Edmund. Das ist Edmund Cloudsley. Ah, da haben wir die ganzen Namen. Aber das Buch ist ja im Besitz von Lazarus. Ja. Deshalb. David Goren. Hast du den Namen angeklickt? Ja. War sowas von: Since his success at the Mermaid Inn has proven to be a resourceful and discreet professional. Mhm. Okay, er hat sich in seinen Augen quasi bewiesen. NM ist. Nicholas Make-up. Stark! Oh, das ist genial. Cowardly but dutiful, useful up to a limit. Man kann ihn nutzen, aber eigentlich so ein... Aber eigentlich so ein Feigling. Feiger Feigling, ja. Alistair Koch, können wir gleich dazu haben. Pompous and vain, but being a military man is ready to obey and ready to kill. Okay,
ein Mann der Tat. JT? James Turner. Ja. JT ist auch so ein, hey JT, ist ein Lied. Ist ein richtig schlechter 90er Jahre Spitzname. Greedy and hedonistic requires constant material motivation to cooperate. Okay, den muss man, den kann man nur gefügig halten, ne, wenn man ihm immer wieder Klimper Klimper gibt. Und WK war... Ah, warte. Ist nicht Willard, ne? Der ist ja tot. Den WK hatten wir gerade in einem anderen Text. Ah, Walter. Walter Keane. Weil der andere war Willard Wright, aber der ist ja auch zu Tode gekommen, weil Walter Keane ist mittlerweile schon tot, ne? Ambitious and inventive, but treacherous as many smart people. Ist der nicht tot? Ich dachte, die hätten den aus dem Weg geschafft. Na, wir finden es raus. Hier, sie haben ihn verbannt. Ah, da war das so. Okay, hier haben wir alles. Checky, check. Check. Wir denken kurz. Nee, okay. Wir denken noch gar nichts, bitte. Das nee, ich wollte wissen, ob wir Personen zuordnen müssen. Müssen wir nicht. Also nicht explizit. Was kann man die da oben anklicken, die Dinger? Ja. Ah, oh shit, wir brauchen alles. Oh ja. Das heißt, wir müssen überall hin. Ja. Sonst würden sie es einem wahrscheinlich nicht anbieten. Ach du heiliges Kanonenrohr. Oh, okay Leute, wir sitzen hier was länger heute, glaube ich. Hol euch noch ein Käffchen. Wir haben ein Käffchen, obwohl unser Käffchen eher ein Milchkäffchen ist und keine echte Milch. Ja. Okay, aber ich will nur mal eine Orientierung. Es geht nachher darum, was passiert am Morgen, was passiert mittags, was passiert abends. Und wer killed Ed. Early in the morning, when to, before noon. Okay, das bezieht sich auf... Okay, das korrespondiert ja dann scheinbar. Also es gilt drei Tode scheinbar aufzuklären, ne? Guck mal. Killed him. Also es geht eigentlich nur, wer hat wen wo getötet und das dreimal. Because. Und auf der anderen Seite steht mehr Details. Das ist die ausführlichere Variante. Das heißt, man fängt wahrscheinlich hier mit an und dann kann man es hier ein bisschen ausführen. Okay, hier haben wir alles. Okay, einfach. Ich muss was petzen. Nur petze. Happy Birthday to you. Nee. Doch. Ja, alles Gute, Jenny. Also zumindest an dem Tag, wo wir es aufnehmen, hat Josh Geburtstag. Ja, 3. Januar, Leute, ist ja zu spät. Aber du hast auch gepetzt, als ich Geburtstag hatte, deswegen Happy Birthday, Shit. Josh. Ja, jetzt hier weiter. This regime has to fall, it has taken everything from me, sagt die Wäscherin. Und die Uhr tickt. 12.15 Uhr. Ist es gerade. Jenny hat die Notizen schon gezückt. Das soll wahrscheinlich ein Hinweis auf Mittag sein, oder? Cool. Ja. Okay, aber es heißt, es ist jetzt 12.15 Uhr. Ja, jetzt gerade. PM. Also mittags. Ja, weil AM wäre ja mitten in der Nacht. Ja. Dann haben wir 95, ne? Wir bleiben im gleichen Jahr. Ja. Capital Root Morning Report. At 8. A newfangled insurgentist carriage passes by. Ich weiß nicht, was das ist, aber eine Kutsche ist vorbeigekommen. 38. An individual in the insurrectionist. Uniform passes by on the new two-wheel contraption. Zwei Räder. Das ist ein Das stand da, dieses Gerät. Insurrectionist. Ah, hier im Lager, ne? Ja. Two individuals in insurrectionist uniform pass on horses. Ich guck mal. Hast du? Insurrectionist. Da. Insurrectionist. Ja, hab ich. Okay. Das hier, ne? Das, mit dem Motor. So ein bisschen Steampunk-Vibes jetzt hier. Und sie hat noch ein Messer dabei. Also es ist entweder, es gibt drei Sachen. Du kannst aus Aufständischer, Rebell oder Anführer aber auch rebellische benutzen. Uniform würde ich es dann hier nennen, ne? Ja. Okay, es gibt also Aufständische in der Welt jetzt. Leute, die sich gegen die New Order... Verstehe ich, weil die sind ziemlich bescheuert. Ich fand, du bist ja eigentlich ganz sympathisch. Ist das nicht Alistair? Ja. Das ist Alistair. Aha, was hat er denn da? Why are you not working your worthless piece of garbage? I am doing the same thing I saw Lazarus do during the merit executions. Okay, Alistair hat die Statue, aber sie gehorcht ihm nicht. Zeig mal. Ach ja, weil sie gar nicht leuchtet. Mhm. Sie ist weder blau noch... Oh, sie ist kaputt, oder? Ja, zumindest keinerlei Farbe mehr. Das geht nicht. Sie hat immer eine Farbe. Wissen wir noch, was das hier ist? Ja, warte mal. Also, das ist aus dem letzten, oder? Ich guck kurz an meine Notiz. Noch Alterung ist. Haben wir das Blau? Ja, hier.
Das war das, was wir im letzten Fall auch hatten. Dann was altern, ne? Ja. Okay, aber will nicht. Und der hat noch sein... Mit dem Altern würde ich aber nicht rumspielen. Ah, guck mal, der experimentiert hier mit dem Apfel. Ja. Das sieht so dumm aus, sorry. Okay, wir folgen der Spur. Okay. Okay, du kommst an eine Straße, Jenny. Entscheidest du dich für den rechten oder den linken Weg? Heute ausnahmsweise für den rechten, weil ich will erst zum Schiff. Okay. Du kommst in eine kleine Oh Gott. Das ist die Kneipe. Ja. Und die sind immer noch am Zocken. Nonsense, I'm not an idiot, but real men like us could beat those order party 90s even without any weapons. So, da haben wir doch einen Rebel oder was? Oder zumindest jemand, der sehr unzufrieden ist. Albionische Franken. Ja. Ich hab mal geguckt, Albion ist wirklich antik. Oder aus der Antike quasi. Ich hab Lust, Tatsache, Albion Online mal auszuprobieren. Boah. Weil es soll ja sehr wirtschaftlich sein. Holy shit. Aber ich trau mich das nicht alleine. Spielt es jemand von euch vielleicht? Hat es sich mal jemand ausprobiert? Ja, maybe. Meldet euch jetzt. But I heard rumors you lost a cannon while gambling. Was ist eine Kanone beim Zocken? Kleines Stiletto. Stiletto ist sich. Hast du letztes Mal auch gesagt. Stiletto? Ja. Ist doch auch im Deutschen ein Wort für sehr hochhackige Schuhe, ne? Ja. Stilettos, ja. Bezeichnet das, sind die dann sehr hochhackig und sehr dünn, oder? Ja, exakt. Das sind diese also Pfennig-Absätze. Exakt wie so ein... Ja, Stiletto. Okay. Da kommt es bestimmt auch her. Das korrespondiert ja wohl. Do you think they will try to kidnap the king? Me and my employer are getting out of this blasted country. Okay, sie fragt, ob der König entführt werden soll. Ja, von dem anderen Lager. The New Order. Guck mal, er hat das vom Klotzli. Ja, sie. Mhm. Nicht er. I have instructed him to arrive at around 11:30. Okay, die Uhrzeit wird hier noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Okay, warte. Wir machen jetzt mal Bar, schreibe ich mir auf. Danny, ich sag's dir jetzt schon, nimm einen neuen Zettel. Danny schreibt dir wirklich in die letzte Ecke von so einem vollgeschriebenen Zettel. Aber das macht auch Spaß. Und es ist aber hier wirklich jetzt der große Fall, da brauchst du eine große Seite. Okay. Sorry. I have instructed him to arrive around 11:30. Most likely he will be in order party uniform. Also wir erwarten jemanden um 11 in Order Party. Aber wir wissen nicht, ob AM oder PM. Ich vermute, wir reden über... keine Ahnung, ehrlich gesagt. If he comes alone without any backup outside, approach him if he gives you something that belonged to the one who escaped your tonic. You may proffer him the instruction slip I gave you. Conceal your face, he may recognize you. Okay, warte mal. If he... Also sie wollen hier jemanden scheinbar auflauern, ne, der in Order Party Uniform ankommt. Jetzt ist ja interessant, sie sagt, if he gives you something that belonged to the one who escaped your tonic. Das meint doch Edmund Cloudsley, ne? Edmund Cloudsley ist derjenige, der dem Tonic entkommen ist, das Getränk, was in, ich glaube, dieser Episode vergiftet wurde. Mhm. Wo dann die Rose Cupboard dran gestorben ist. Und that something that belonged kann sich doch nur die Statue beziehen, oder? Ist es dieselbe Frau eigentlich? Wie sieht denn sich ähnlich, finde ich? Auf dem Bild da oben und da unten. Guck mal, aber sie hat... Ist sie diejenige... Na, guck mal da, das ist doch die da oben. Ja, ne? Wie hieß sie? Das ist die Mörderin, ne? Mhm. Das ist sie hier. Ja. Nicht Lucia, sondern... Oh Gott. Die eine hieß... Achso, wir haben es ja hier markiert. Ada Baker ist das. Ja. Also, das heißt, sie ist davon gekommen. Ada Baker soll... scheinbar die Statue erhalten. Mhm. Oder... Okay, aber wir wissen, Alistair hat... Aber sie soll sich verkleiden. Interesting. Hat sie ja gemacht. Guck mal, Conceal Your Face steht ja für... Ne, sonst verhülle dein Gesicht. Okay, und deshalb hat sie wahrscheinlich auch das vom Edmund Clarkson hier an sich genommen. Interesting. Okay, was gibt's hier noch? Hier läuft ganz viel. Ah, wir haben Ada Baker. Ja, danke. Die und bleibt Walter... Nord. Okay. Kennen wir noch nicht, aber wir können auch doch... Nee, wir können nicht nach oben. Okay. Wir können nur nach oben, heißt wir gehen raus.
All those order rats sneaking around here, this is not good. I hope they will just blackmail me and bugger off. Also auch er kein Freund der Order. Ja, ist schon ein Freund der Order. Auch wieder so ein Lämpchen hier. Mhm, ganz viele Schüsse. Various keys, okay. Hat er mal an Bord? Yes. Da gibt's nicht mehr zu sehen. Ist nur das Schiff. Da, Schiff. Eine Kanone fehlt. Das ist so. Ah, er ist also Captain. Er hier, hieß es doch gerade, sie sagt doch zu ihm, ne? Dass er eine Kanone beim... Lost the Cannon, war genau. Hier? Ja. Ist das nicht die Richards? Ja. Die Richards. Und der andere ist der Junge, der hat sie geheiratet. Der hieß... Der Neffe, ne? Ja, von Edmund Neffe. Cloudsley. Der hieß... Wir können es rausfinden. Ja, ich kann hier nachgucken. Der taucht ja auch in der Szene auf. Es ist Peter Battley. Ja. Also Peter und... Miss Richards oder Mrs., wissen Sie nicht? Dear husband, Mrs. Richard, you are so brave and you have been drinking since early this morning. But what will we do now? What if the evil government man find us? Also sie scheinen auch auf der Flucht zu sein und verheiratet mittlerweile. Hat eine Harfe. Was ist das? Ja, dann liest mal die Briefe. Become the pure flower that I know you can be for me. Edmund Cloudsley hat ihr geschrieben, 88, ne, schon eine Weile her, damals stand er ja auf sie. Ja. Dear Mary, I know where your unworthy mate is hiding you. Soon I will free you from this dirty paws, his dirty paws, and ship him to colonies, while I will put on a pedestal of sweetest praise and you will become my idol wife, Edmund. Das ist ja ganz schön frech, ey. Also er, da ist sie scheinbar schon mit Battley unterwegs, ne? Ja, und er sagt, oh, ich werde dich aus seinen Klauen befreien und ihn auf die Kolonien verfrachten. Dann kannst du meine perfekte Frau werden. Ja, ist ein Glückwunsch. Und Peter schreibt, for you I would fight a tiger and win. Ah ja, das hatten wir schon mal gesehen. 88 irgendwo. Auch, ja. Mary, my uncle Edmund Cloudsley died in some robbery and I am rich. Now your father will see me for the man that I am. Let's marry. Fertig. Died in some robbery. Ja, ja. Mhm. Oh, obviously not. Das war ja die... Mal hier, ja. Was hat er dazu zu sagen? Worry not and continue to feast, wife. Möchtest du, dass dein Mann auch so mit dir redet? Macht er auch nicht. Nothing can stand in my way. I will kill our enemies wherever we go. Okay. Er hat immer noch Fettprobleme. Und ein Trinkproblem scheinbar. Und diesen almost empty whisky flask sich anschauen. Und er trinkt schon all day, hat sie gesagt. Ja. Er geht immer noch Pferde rennen. Deshalb ist er schon halt. Wow! Warte. Aha, Seven Seas Company. Ah ja. Und was ist das? Dein Brief, da hat jemand scheinbar sein Pferd verloren. Ah, und Lazarus schreibt, I have some small but pressing business to attend to at the property of our late brother Sebastian Cloudsley. Ne, late brother haben wir verloren, der Verstorbene, ne? Das war der zweite, im zweiten Kapitel. The previous proud beast steward. I will be back at the camp for our 10 o'clock strategy meeting. Okay, das muss ich mir aufschreiben. Also er will um... Okay, Lazarus wollte um 10 zurück sein, aber war ja dann scheinbar nicht, sonst hätten sie jetzt hier im Camp nicht gesagt, er ist nicht zurückgekommen, ne? Ja. Also jetzt ist es, genau, wir können ja mal festhalten, jetzt es ist 12.15 Uhr. Es ist 12.15 Uhr und um 10 wollte er zurück sein. Ja. Ist er nicht. War er aber nicht. So, dann gehen wir jetzt mal hier zum eigentlichen Mordfall scheinbar. Fahrrad. Cool. Damn you! You cunning devil. You will find me in the place where we two first met. There we can talk. Ich weiß nicht, unter diesem Helm verbirgt. Aha, eine empty, eine loaded. Haben wir das schon mal gesehen, das Haus? Wo sind wir auf der Kummer auf der Map? Oh. Ah, das ja, ist doch, das ist es. Das Versteck von Edmund. Ja, wo die Edmund Short. Nee, wie ist die? Cabin in the Woods? Cloudsley Cabin. Das ist die Nummer hier. Ja, Cloudsley Cabin heißt die.
Okay, eine Pistole geladen, eine nicht. Ist, wie sagt man dazu, Tatort. Tatort. Naja, Wissen können wir auch nicht identifizieren. Das heißt, er hat, die Frage ist, warum... Wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Wir müssen mal gucken, wer war denn da so zugegen? Vielleicht kann man das... Vor allem, warum, also you will find, er bekommt eine Notiz, die sagt, okay, du findest mich da, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Und wer war in dem Kapitel dabei? Lass uns da dann reden. Da war doch Dings dabei. Ja, das ist diese Mörder... Genau, aber wer ist da dabei? Von den Männern nur. Na, das hier ist Bentley, oder? Ja, das kann also Bentley sein. Bentley ist dabei, Die Frauen sind egal, weil die sind nicht in der Order. So machen. Und HDA, die sterben. Die sterben. Beide, Edmund stirbt. Ist auch tot. Das heißt, Walter Keane müsste es dann sein. Und David... Keane und Goran? Goran, die leben ja beide noch. Ich schreib mal hin. Hier gemeint sein, David... Ja. Und hier der alte, nackte Mann im Wasser. Oh, I recognize that voice. Is it you? Isn't this it poetic that you have fallen for the same trap as you did all those years ago? Strawman, are you Bane? Wir hatten schon mal jemanden gesehen, der zwei Augen und eine Hand auf dem Rücken hatte. Aber guck mal, er erkennt ihn jetzt schon. Ich erkenne diese Stimme wieder. Ist es nicht poetisch, dass du an dem gleichen Ort gefallen bist? Ah ne, in die gleiche Falle getappt bist wie damals schon. Meint das dann... Okay, wenn wir sagen, der gleiche Ort, ne? Er sagt, du bist... Ist es nicht poetisch, dass du in die gleiche Falle getappt bist wie damals? Keen ist er, ne? Keen und seine Truppe tappen ja in eine Falle. Ne? Ja. Also es ist wahrscheinlich... Walter Keane? Das heißt, es könnte Keane sein, der hier auch am Boden liegt. Ja. Nur ihn kann ich nicht zuordnen. Den hatten wir aber schon mal gesehen. Ist es der... Wir hatten schon mal... Oder jemand anderen mit zwei Händen und einer Hand und zwei Augen? Müssen wir durch die Kapitel gehen. Einer hatte das Tattoo auf dem Rücken. Wir hatten nur... einen weiter links. Wir kennen nur den Gefesselten, glaube ich, mit was er auf dem Rücken hatte. Er hat nur einen. Aber wir haben, glaube ich, nochmal irgendwo einen gesehen, der hatte zwei. Das ist ja... Wir müssen auch beachten, wir sind jetzt sieben Jahre später kann ja keiner so krass ergraut sein. Ich erkenne ihn jetzt erstmal nicht wieder. Aber wir kommen noch. Ja, wir werden eh alle Kapitel mal durchgehen. Ja, ich interessant, glaube, hier natürlich, Muskete wurde abgefeuert, weil sie ist leer. Oder also, wie geladen, ne? Wir vermuten mal... dass er ihn in den Rücken geschossen hat. So. Wir gehen mal rein. Da ist die Puppe. Die Strohpuppe, die damals mitgebracht wurde. Ja, in dem Sarg. Ja. Oh, da ist ein Loch in der... Und dann... Das ist auch der Walter Keane Hut, den die Puppe aufhat. Halt, das ist noch... Nee, ich wollte nur sagen, hier eine von den Pistolen ist abgefeuert worden. Das könnte natürlich hier gefeuert worden sein. Aha. Das ist die Taube. Weiß. I admit, I may have treated you unjustly after our long cooperation. I will come alone in peace, so we can discuss your compensation. Ah, das ist Walter Keane und Lazarus. Weil Keane hat doch Lazarus eingeladen in den Orden und hat ihn dann selber versucht, wieder loszuwerden. Okay, aber wir wissen... Das heißt, Lazarus schreibt es zurück. Genau, das heißt, die Nachricht hier ist von Lazarus. An Keane. Weil das passt ja, ich gebe zu, ich habe dich schlecht behandelt nach all dem, was du für mich getan hast. After all, steht doch da. After our long cooperation, die haben ja ewig... Oder es ist Goran, mit dem hat er auch lange zusammengearbeitet. Naja, aber wir wissen ja jetzt, wenn wir nur mal... Ich gehe nochmal in diesen Brief nochmal vor. Also das kann eigentlich nur Keane sein, weil der kennt doch... Keane holt ihn ja rein, ne? Ja, Keane holt ihn rein, ne? Und um 10:30 meet me at the place the idol was stolen from our brotherhood and poor Will Wright met his death. Aber... Das stimmt, aber... Ne? Guck mal. Meet me at the place the idol was stolen from and poor from our brother and poor Will Wright met his death. Aber da stirbt Will Wright doch nicht. Wo stirbt denn nochmal Willard Wright? Ich weiß gerade gar nicht, wie der aussah. Das können wir uns nochmal kurz vergegenwärtigen. Wir haben ja hier die ganzen, das ganze Thinking Material. Wer war nochmal Willard Wright?
Warte mal, wo ist der denn dabei? Der ist ja hier nicht in der Szene, ist der nicht. Nochmal kurz. Walter Keane, Walter Keane, Walter Keane. Wer war nochmal Willard? Ich habe gerade nicht 100% Willard war drittes Kapitel. Das ist die Nummer. Da, Willard White. Das ist der Tote. Oben im Zimmer. Ach so, ah, der erbt. Willard White war der, der. Der erbt die Statue von. Sebastian Cloudsley. Von Sebastian Cloudsley, ne? Ja, ich habe einfach auf meinen Teller geguckt. Ich habe ja jedes Kapitel zusammenfassen. Also die Reihenfolge war Sebastian Cloudsley als jetzt erstes, ne? Nein, Albert Cloudsley. Albert Cloudsley? Auf dieser Expedition killt er seinen Partner. Ach so, dann. Stirbt dann. Überlässt sie seinem Sohn Sebastian und der kommt beim Reiterunfall ums Leben. Also genau, also wir haben erstmal, wenn wir ganz, die erste Szene haben wir, hier ist es schon der zweite Cloudsley, ne? Ja, das ist Sebastian. Das ist Sebastian Cloudsley und der vererbt sie jetzt hier, also hier ist das Testament. An Willard Wright. Dass das Ding an Willard Wright geht, der Associate. Ja. Und der gehört schon zum Orden, ne? Wer ist hier Willard? Das ist Willard. Genau, und er ist schon Ordensmitglied. Ja. Und er, was hast du gesagt? Und wann, und dann kommt er. Dann geht, dann gibt's die Rose Cuppert. Ah, hier. Tötet Willard White. Steht hier Ash Blair. 1786. Ja. Genau, in der Nummer dann. Stimmt, genau hier. Ja. Der liegt ja oben tot im Zimmer. Und jetzt Ash Blair tötet Willard Wright. Ja. Ash Blair war ihmchen. Ja. Ja. Der Tabak-Typ. Ja. Habe ich mir alles aufgeschrieben. Okay. So, wenn wir jetzt zurückgehen. Jetzt hier steht jetzt. Also das ist ja dann die Taverne. Ne? Mhm. Also triff mich in der Taverne. Um 22:30. Ja. Und nicht quasi, aber das ist jetzt ein anderer Ort dann quasi. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, finde ich gerade, ne? Bring ja, stimmt, something das personal of yours to give to the wheel. Aber das hat, das deckt sich doch mit der Bar-Tante, oder? Die Bar-Tante? 10.30 Uhr hat sie doch gesagt, soll sie da sein in dem Brief. I have instructed him to arrive at 11:30. Ja. Das passt. Um 22:30. Ach so. Also der gleiche Schreiber, der den Brief an Lazarus schreibt, schreibt den Brief an die Baker. Ja. Dass er um 22:30 kommt. Das heißt, sie erwarten, in der Bar erwarten sie Lazarus. Aber es kann ja auch sein, dass zwei Leute Lazarus schreiben. Mhm. Wir haben ja auch zwei Leute, die, der David Gorin hat ja auch lange mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. Es kann auch der Gorin sein, anstatt der Walter Keane. Der auf ihn schießt. Meine ich. Genau, ich wollte jetzt, hier waren wir gerade, ne? Ja. Ja. Weil drinne, wenn jemand nach drinne schießt, dann schießt er auf den Hut und der Hut ist der Walter Keane. Oh, was mir gerade auffällt. Ja, das ist der Walter Keane. Nee, aber was mir gerade auffällt, der hier will den Walter Keane erschießen. Das könnte Walter Keane sein, aber was mir gerade auffällt, der hat geschossen, aber er hat nicht auf ihn geschossen. Ja, Joscha, darf ich ganz kurz sagen, was ich eben fünfmal gesagt habe. Ich glaube, der schießt auf Walter Keane, weil er denkt, das ist Walter Keane. Das ist doch der Hut von Walter Keane. Die Puppe sieht doch aus wie Walter Keane. Ja, aber wer ist da, ne? Vielleicht der Gorin. Und wer hat ihn vor länger geschossen? Ja, aber es ist der Keane oder der Gorin, der da liegt. Mhm. Weil der hier nach der Logik schießt nicht auf den, weil ja, er schießt auf den. Er weil ja, du hast völlig recht. Walter Keane, ja. Den vermeintlichen Walter Keane, aber trotzdem liegt hier eine Leiche am Boden. Ja. Genau, das, ich schreibe immer trotzdem auf. Und er hat nur einen Schuss. Das heißt, der hier hat nicht auf den hier geschossen. Mhm. Aber der hier hat einen Schuss abgefeuert. Mhm. Vielleicht hat er auch versucht, den Keane zu treffen. Also es kann natürlich sein, dass er schießt auf den erst und dann schießt er ihm in den Rücken. Ja, oder andersrum halt. Ja. Ja, okay, aber wir haben zwei Schüsse wurden abgefeuert und zwei Waffen sind abgefeuert. Also ja. Das finden wir aber bestimmt noch was. Okay, wir müssen uns erstmal das Gesamtwerk angucken, ne? Weil jetzt hieß ja auch, Lazarus würde wahrscheinlich in Party-Uniform kommen, ne? Ja. Das müssen wir auch beachten. Ja, so, aber da hieß er soll irgendwas Persönliches mitbringen, ne? So, das ist jetzt Tatort 2, nenne ich den. A slightly dented saber with some blood on it. A man in a helmet with numerous cuts
On his body, not breathing. Okay, jemand wurde... Tatort 2 ist, guck mal auf die Karte, wie sie diesen Ort nennen. Es gab doch irgendwo so eine Karte. Oh, im Lager war die. Hier? Ja. Da, links an der Wand. Bellwood Crossroads ist Tatort 2. Bellwood. Ah ja, Cloudsley Cabin, Tatort 1, Bellwood Crossroads 2. Mhm. Also ist gut, wie du es machst, ne? Ja. Ja. Okay, wir gehen raus. Gucken wir uns Tatort Nummer 2 mal an. Wer ist denn jetzt? Also, auch wieder jemand in Party-Uniform. Ja. Und der wurde erschlagen. Ja, aufgeschlitzt, würde ich es mal nennen. Okay, hier steht nur, wo es hingeht. Ja. Interessant ist das jetzt, okay. Wir brauchen ja scheinbar 3 Leichen. Wir müssen ja noch irgendwo eine Leiche finden. Hier ist die Cannon. Das ist jetzt Blackfield. Oder Nana. Wurden Leute erschossen? Pile of mangled and burned corpses. Also hier wurden Leute verbrannt, dann vor allem, ne? Möglicherweise mit einer Kanone. Ist das Tatort 3? Ich nenne es erstmal so. Ja, es wäre dann Blackfield Manor, heißt das, oder? Ich guck die Karte. Blackfield Manor, ja. Ja. Okay, in Blackfield Manor hat jemand eine Kanone auf 3 Leute geschossen. Guck mal, die haben doch auch so. Auch Party-Uniform. Party-Uniform. Ja. Okay, wir haben auch schon alle Hinweise. Okay, da oben kommt man auch gar nicht rein. Okay, es ist alles da. Hier ist mein Beruhigungsschocker. Wieso leuchtet. Wieso leuchtet es noch gelb an? Hier ist so, leuchtet einfach so gelb. In beiden Farben. Okay, hier sind unsere 3 Tatorte, ne? Okay, aber die Tatorte können wir schon mal eintragen. Genau, wir können erstmal sagen. Ah ja. Early, noon, afternoon. Okay. Der Dings sollte in die Kabine. In die Cabin kommen, um, was stand da, irgendwas mit halb, das war auch 11.30 Uhr, na, oder? Wir können erstmal, before noon ist ja dann 11.30 Uhr Nummer, ne? Ja, würde ich auch sagen. Aber das wäre dann, also sagen wir mal, wenn das, also es gibt, also die Orte sind Cabin, Crossroads und Manor, ne? Ja. Wenn es before noon war, der sollte aber in die Taverne kommen, stirbt aber nicht in der Taverne. Was wir mal machen können, ist erstmal unabhängig davon, ob es richtig ist, einfach mal so, es gibt 3 Tatorte, ne? Ja. So. Die Zeit erstmal noch, also wir müssen es eh nochmal hin und her tauschen, wir können schon mal die 3 Tatorte quasi definieren. Ich habe noch nicht so die komplette Übersicht über das, was hier gerade passiert ist. Also, was glauben wir, wer ist hier alles gerade... Vielleicht fangen wir mal so an. Was glauben wir, wer ist alles tot? Unabhängig davon, wer jetzt immer wer ist. Aber wir glauben doch, dass Lazarus tot ist, oder? Ja. Das könnte Lazarus sein. Das könnte Lazarus sein. Ja. Aber Lazarus ist am einfachsten rauszufinden, weil wir dann nochmal alle Briefe lesen müssen. Was der, wo, wen, wann... Okay, fangen wir, genau, wir können ja versuchen nochmal die Spur von Lazarus nachzuverfolgen. Also, ganz kurz aber auch in die Vergangenheit, was, ja. Weil der Lazarus, wusste der, dass der David Gordon und Walter Keane sich an diesem Crossroad getroffen haben, um den Typen zu überfallen? Oder nicht? Das Ding ist, Lazarus Hurst kommt das erste Mal hier vor, ne? Ja, das genau, gehen wir an das Kapitel. Und da David Gordon und Walter Keane überfallen doch da dieses Gangmitglied. David Gorin und Walter Keane haben sich zusammengetan, um genau. Den zu auszuschalten. Aber weiß das der Lazarus? Genau. Aber das weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Die haben sich ja, genau, David Gorin und... Genau, Walter Keane wollte ihn hier reinführen, ne? Ja. Und deswegen haben wir das mit David Gorin zusammengetun. Die haben diesen Initiate überfallen, damit David Gorin auch reinkommt, damit er Keane bei dem Ritual hilft. Ja. Damit Jeffrey Sinclair ausgeschaltet wird und Lazarus Hurst. Was das erste genau, Mal, dass Lazarus Hurst... Genau, da bin ich mir aber nicht sicher, ob Lazarus das alles weiß. Weil sollte... Und danach wird Lazarus ja auch schon sofort gekrönt. Genau, das ist aber erstmal egal. Ich versuche erstmal zu überlegen, weil das ist ja der zweite Tatort. In den Briefen sind ja immer diese... Weißt du noch, als wir uns wo auch immer trafen, deswegen versuche ich jetzt zu... Ach so. Dieser Ort muss ja auch in den Briefen vorkommen. Meinst, das kann man nicht rausfinden, was ist, glaube ich. Wir können das nochmal nachvollziehen. Also wir wissen das.
Also wir wissen, dass Lazarus kriegt einen Brief. Genau, auf jeden Fall. Von mutmaßlich... If you refuse, I will make the story of your true... Genau, das ist... ...know to the other party leaders. Okay, dann wahre Herkunft soll heißen, dass du gar nicht... dass du geschummelt hast beim Test, ne? Okay, aber das ist eindeutig... Der sollte in die... In die Kneipe. In die Kneipe kommen, ja. Triff mich in der Kneipe. Ja, das ist ins Inn. Ja, ich schreibe genau. Das ja auf Deutsch. Ich will Deutsch nur auf. Quasi, dass wir hier gleich das haben, was es hier dem Triff mich in der Kneipe. Entspräche quasi. Lazarus im Inn, genau. Come along and bring proof, something personal. Genau, das darüber. Hier, um das dieser Frau zu geben. Proof, something personal of yours to give to the real woman. Okay, aber was sind jetzt something personal? Jetzt steht in dem anderen Brief. 10:30 Uhr. Tie your reply to the pigeon and release it from the cage. It will find me. So, und jetzt ist es doch komisch. Also, Lazarus kriegt einen Brief. In dem Brief steht. Triff mich da, wo Willard Wright gestorben ist. Genau, und das ist hier. Ja. Und hier treffen wir auch Ada Baker. Und Ada Baker hat wiederum den Brief. Ich habe ihn, also Lazarus, gesagt, komm um 10:30 Uhr dahin. Ja. Er kommt in Order Party Uniform, aber die haben alle Leichen haben. Ist if ja you diese... comes alone, ja. Without any backup outside, approach him. If he gives you something that belonged to the one who escaped your tonic, personal belonging. Das muss ja die Idol sein. Das Idol. Belonging. Na, oder das Tuch, was sie in der Tasche hat. E.C. Das muss nicht das Idol sein. Er sollte ja nur was Persönliches mitbringen. Er kann ihr, weil sie hat ja das Taschentuch. Wieso sollte sie sonst das Taschentuch von Edmund Clausley haben? Weißt du? Es ist ja auch schon, genau, es ist ja auch wichtig, das ist ja auch schon später. Sorry, ich muss ganz kurz husten. Das ist völlig okay, mach einfach. Das kratzt extrem. Also es muss nicht das Eile sein. Er hat ja auch nie gesagt, bring das Eile mit. Er hat gesagt, bring was Persönliches mit. Und er schreibt ja, wenn er was Persönliches mitbringt. Ja, ich überlege. You may proffer heißt, du sollst ihm, also wenn er das mitbringt, dann sollst du ihm etwas, the instruction slip I gave you. Ich versuche gerade herauszufinden, was instruction slip sein soll. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieses Taschentuch. Wir gucken gerade nach online, was ein instruction slip denn sein soll. Instruction slip. Aber das sagt mir gerade nichts. Außer, dass ich Damenunterwäsche finde, wenn ich das google. What is it? Es gibt aber Delivery Instruction Slip. Ist das so eine Art Receipt? Also so eine Rechnung quasi? Was ist denn ein Instruction Slip? Delivery Instruction Slip. Ich gehe mal über Lingo her. Lieferabrufschein, sagt er mir. Ein Lieferschein? Ja. Also eine Bestätigung vielleicht. Ja, eine Bestätigung. Also, if he gives you something that belongs... Also, sollen wir eine kurze Pause machen? Trinkst du das? Alles gut, ich habe eben schon getrunken. Irgendwann Tee oder so? Was machen wir? Nee, auf keinen Fall. Ich muss dann noch mehr husten, wenn es erst die Temperatur sich... Aber du sagst mir mal einen Breakman, so, ne? Ist gut. Mhm. Das geht ja hier nahtlos für euch dann weiter. Okay, also wenn ihr dir etwas Persönliches gibt... Von demjenigen, den du mit dem Tonic vergiften solltest... Dann gib ihm die, wie hast du es gerade genannt? Den Lieferschein. Gib ihm, eine Bestätigung, können wir es vielleicht mal frei übersetzen. Und er war hier, weil er hat ihr das Taschentuch gegeben. Das würde, ja, etwas, was ihm, genau, etwas, das was... Das heißt, er kann nicht früh gestorben sein. Okay, aber dann wissen wir, okay, dann können wir Lazarus' Weg quasi nachfolgen. Ja, genau. Verfolgen. Das ist Lazarus Hurst, kriegt die Botschaft, schickt das Ding zurück und dann geht er hierhin. Geht vom Camp... Ja, Lazarus geht zum Inn. Genau, weil das würde auch der Weg hier hoch und dann runter zum Inn macht ja auch keinen Sinn für Lazarus. Genau, sie treffen sich um 10:30 Uhr. Ja. Sie waren, 11:30 Uhr. Stand da nicht.
Half 11 ist okay, 10:30 Uhr. Das ist vollkommen korrekt. Ich bin ein Idiot. Okay, Lazarus First ist jetzt hier. Um 10:30 Uhr ja. ist er hier. Dann kommt er. Das wissen wir noch nicht. Aber dann, ich gehe jetzt nur danach, wo er quasi vorbeikommt. Wenn er jetzt. Wo ist er jetzt hingegangen danach? Die sitzen hier die ganze Zeit rum und trinken Wino. Sie haben auch nicht gesagt, dass sie jemanden getroffen haben. Ah, das Pferd. Guck mal nochmal, das Pferd hatte was dabei. Ah, ja, stimmt. Da, das ist ein guter Hinweis. Das wird, ist es das von Goran, von Seven? Turner. Das ist das von Turner. Das ist das Turner-Ding, ne? Das Pferd hat das Turner. Aber hier, Lazarus, Brief. I have some small but pressing business to attend to at the property of our late brother Sebastian, the previous proud steward. Das ist auf dem Properties, aber der das der ist Black, das Black Castle. Black, Blackwood. Blackfield Black, Manor. Black, das, also das Manor, ja. Das heißt, er will danach zum Manor? I will be back at the camp for our 10 o'clock strategy meeting as planned. Was nicht geht, wenn er sich um 10.30 Uhr im Inn treffen will. Ja, die Frage ist, von wann ist diese Nachricht, ne? Und dann wäre das Pferd ja aber das von James Turner. Und James Turner ist immer der mit diesem Siegel gewesen, ja. ne? Also wir wissen, dass hier in der Nähe... Also er geht aber ins Manor irgendwann noch. Das scheinbar. Heißt, um 10 Uhr wollte er zumindest hier sein. Ja, er wollte wieder im Camp sein um Lazarus. 10. Er hat gesagt, also, I will be back at 10. Ah ja, du hast recht. Also er geht erst also ins Manor, dann... Dann ins Inn. Früh, also das heißt ganz früh am Morgen, geht Lazarus hierhin. Ja, ins Manor. Ins Manor. Und dann wahrscheinlich ins Inn, wenn alles derselbe Tag ist. Und dann geht er danach ins Inn. Aber es würde ja eigentlich, wenn er sagt gleichzeitig, aber um 10 Uhr wäre ich zurück, macht das ja keinen Sinn. Ja, vielleicht kriegt er danach erst den Brief. Beziehungsweise er auf dem Pferd hat den anderen Brief vorher bekommen. Aber das hieß sie ja. Aber das heißt, er kann im Manor nicht gestorben sein. Aber er könnte... Das heißt, James Turner könnte da gestorben sein. Weil James Turners Pferd rennt hier in der Nähe von dem Manor rum, ne? Ja. Das heißt, hier könnte... Es ist wahrscheinlich James Turner plus Begleitung. Was ich interessant finde, dass in dem Brief hier, ne? Ja. An Ada Baker steht, wenn er ohne Begleitung kommt. Das könnte natürlich auch darauf hindeuten, dass jemand ist auf jeden Fall mit einer Eskorte unterwegs. Aber wir wissen nicht, ob Lazarus alleine unterwegs ist. Die haben wirklich nur die Kanone. Die hat... jemand beim Pokern verloren. Ja, der Captain wahrscheinlich stirbt. Ich schreibe mir mal James Turner im Manor, Fragezeichen. Könnten wir... Das ist jetzt alles nur, aber nur mal als... Ne, weil ich schreibe es mir hier quasi hin. Das wäre dann auch in the morning quasi gewesen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn, aber, killed. Also, wir müssen auch noch wissen, wer. Das kann man ja scheinbar rausfinden. Also, die Frage, wenn... Also, wir gehen dann zur Mutmaßung, dass das James Turners Pferd ist, ist jetzt wegen des Siegels, ne? Ja. Und er kriegt einen Brief von Lazarus, der sagt, ich bin hier am Morgen. Ja. Small business, but pressing business. In dem Fall würde das für mich Lazarus zu dem Mörder im Manor quasi machen können. Ja. Und er sagt, okay, ich bin hier morgens. Es geht ja wirklich um die Timeline, ne? Ich glaube, man muss echt nachfragen, wann ist wer wo. Ja, können wir ja erstmal einfach eintragen. Lazarus, da. Ganz gewagte Idee jetzt. Also mir fehlt auch noch geht, wie das... Da, das ist gleich links. Tief. Warum sollte er? Ja, das wissen wir noch nicht. Wobei, wo haben wir das gelesen mit dieser Beurteilung? Ah ja, das ist ja... Hier können wir die Motive, glaube ich, daraus ableiten. Weil das ist jetzt... Es ist ja das Buch von Edmund Cloudsley, aber die Sachen schreibt doch Lazarus Hurst. Vielleicht, ja. Der macht sich doch jetzt Notizen über seine Leute hier. Er sagt, okay, das ist, der Typ ist gierig, hedonistisch. Und er will immer... Klimpi-klimp. Ja. Und das wäre ja zu sagen, okay, jemand, der so un... Jemand, den man mit Geld immer bestechen muss, der kann auch von der Gegenseite gekauft werden. Vielleicht ist das so der Gedanke. Beziehungsweise mit so jemandem will ich nie weiter zusammenarbeiten, das bringe ich ihn um. Aber warum wäre der dann... Ja. Das Ding ist, der Typ, die Leute, die hier hin sind, sind ja scheinbar damit angekommen.
Ja. Oder das war Lazarus ist mit dem Ding hier unterwegs. Ich komme noch nicht ganz genau klar, dass hier drei Leute liegen. Wobei ich vermute, einer ist tot und die anderen sind Begleiter, die keine Rolle spielen. Mhm. Dann lass uns doch mal den anderen Brief. Ich glaube, es gibt nämlich noch mehr Briefe. Es gibt noch... Die sind nicht alle an Lazarus. Vielleicht ist einer an Gorin auch. Was möchtest du wo lesen? Ich überlege noch der andere Tatort in der Mitte jetzt. Die Hütte? Die ja, Cabin. Da waren doch auch nochmal... Also irgendjemand denkt ja, er trifft Lazarus in diesem Hüttchen. Genau, wir können hier nochmal kurz... Er hat einen Brief. You'll find me in the place where we two met... Where we two first met. Okay, wo wir beide uns das erste Mal getroffen haben. Und da haben wir gesagt, es müssen dann David Gorin und Walter Keen sein. Ja, wir können nochmal... sorry. Das macht auch Sinn. Weil die sind aus in der anderen Geschichte ja gar nicht... Die haben ihre eigene Geschichte. David Gorin, bewusstlos. Es gibt David Gorin, der überlebt, und es gibt Walter Keen, Ed McCloud, die ist tot. Ja. Und Lucia Smith spielt keine Rolle mehr, meiner Meinung nach. Und der Hundi wird es wohl nicht sein. Das heißt, es geht hier um David Gorin und Walter Keen. Und Lucia ist ja auch nicht die Böse, sondern die andere ist die Böse gewesen. Ada Baker, ja. Ja. Die hier sich natürlich dann schon abgesetzt hat. Also wenn wir uns hier das erste Mal treffen wollen. Also wenn wir sagen... Oh, wir können gerade mal gucken. Man kann auch über die Waffen immer gehen. Jemand, der zwei Pistolen hat. Hat der hier auch schon? Aber der hat ja, glaube ich, anders. Ich verwechsel die beiden immer. Der hat eine Pistole zumindest. Und Degen. Und der andere hat, glaube ich, keine Waffe. Zumindest nicht in dem Kapitel. Walter Keen, oder? Hat er da auch eine Pistole? Das Problem ist doch aber, dass der Typ hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der auf den oder auf den anderen nicht geschossen hat. Hm. Weil der kommt doch jetzt erst hin. Er hat den, der da liegt, nicht erschossen. Wenn du liest, was er sagt. Naja, ja. Oh, I recognize that voice. Siehst du, das ist eher Zufall. Isn't it poetic that you have fallen for the same trap as you did all those years ago? Strawman, are you then? Nee, aber guck mal. Das ist doch hier Walter Keenan, so wie er es sagt. Er sagt, okay, du bist auf die gleiche Falle reingefallen wie damals. Ah, nee, warte mal. Walter Keen, du bist auf die gleiche Falle reingefallen wie damals. Ja, das ist... Der fällt ja auf die Falle rein. Also die, wenn er sagt, die gleiche Falle wie damals... Ist das mit der Puppe, ja. Ist, meint das die Puppe, ne? Und genau. Wer fällt auf die Falle rein? Gorin fällt auf die Falle rein. Was soll ich dir immer falsch denken? Das heißt, das hier müsste Gorin sein. Mhm. Wenn er sagt... Ah, ich erkenne deine Stimme. Du bist auf die gleiche Falle reingefallen. Das heißt, Gorin hat versucht, die Puppe zu töten, also Walter Keen. Und Gorin will Walter Keen töten, aber wäre er dann Walter Keen? Oh, wir können rausfinden, ob das Walter Keen ist. Ja. Könnte ein Walter Keen gealtert sein, mit magischer Weise? Bevor er rausgeworfen wurde? Ja. Der hat vergehen, oder? Ja, wie viele Jahre hat denn der bekommen? Gucken wir mal. Der wurde doch dann expelled. Aber ach nee, der 32 Jahre. Das geht. Er ist nicht gestorben. Das würde vom Alter hin. Der war ja relativ jung, der Walter Keen. Sagen wir mal, der war 30. Dann, das kommt hin. Das heißt, Walter... Und was war nochmal Hand und zwei Augen? Genau, wir wissen ja, was Walter Keen ist, ne? Ja, guck mal, in das Kapitel mit den Masken, da gibt's doch dieses Buch. Und der ist auf jeden Fall, er hat den hier. Zweiten... hier? Ah, nee, wir haben es hier im Stinking, glaube ich, ne? Nee. Nee, da an der Wand hängt noch diese Augendinger, da stand... Ja, er ist Stuart, er war zweiter Rang. Ja. Und er hat die Hand... Und die Hand ist für Dark Hand. Ja, war Dark Hand. Oder Keen. Stuart. Nee, ja. Ist er? Dark Hand. Wenn das Proud Beast war und das war Water Snake, dann bleibt ja nur Dark Hand. Ja, er ist Dark Hand. Ja. Das heißt, das ist... Walter Keen. Genau, Walter Keen. Aber ein gealteter Keen, weil er bestraft worden ist. Also Walter Keen. Dann können wir das hier lösen. Schießt auf David Gorin und Gorin denkt, er tötet Keen, macht er aber nicht. Genau, er lockt ihn quasi.
Ja, das können wir vielleicht da links. Was steht da? Before noon? Oh, jetzt, so kümmert es natürlich auch sich. Before noon. And went out to try. Kidnap, blackmail, kill, fight. Instead, they found the. Ich habe das Gefühl, dass das hier early in the morning sich auf Lazarus hört, also wenn er sagt, ich bin um 10 wieder im Lager zurück, dass das hier early in the morning schon gar nicht falsch ist. Ne? Es könnte early in the morning, Lazarus first went to the manor to, jetzt weiß ich noch nicht genau, was passiert. Jetzt fehlen noch so ein bisschen die Motive. Okay, aber die beiden gehen nicht zusammen dahin, das heißt, das und das passen nicht zusammen, würde ich sagen. Ja, ja, aber das hier an sich für sich ja, gesehen ist. Wir können es auch erstmal so lassen. Ja. Weil guck mal, da muss sowas doch sein wie. In dem unteren steht in the afternoon, went to the to, bla bla bla, because. Also würdest du was sagen wie. Also Walter Keane, ne? Ne, warte mal doch. Nee, warte. Wer ist zuerst da? Mal kurz überlegen. Ne, warte, David Gorin went to the to kill. Ja, er will den Walter Keane töten. Das ist sein Plan. Er schießt ja auf die Puppe. Genau. David Gorin wollte Walter Keane töten, aber Walter Keane hat eine Falle für ihn vorbereitet. Und tötet ihn stattdessen. Und tötet dann ihn. To get back his. Ja, das jetzt. Because. Lost years vielleicht? Let's try to. Hat er ihn denn verraten? Doch, Walter Keane fühlt sich verraten. His Lost Years könnte es. Aber warum ja, His Lost Years? Funktioniert der Meta-Zauber andersrum? Man kann wahrscheinlich auch jünger werden. Da wollte aber ich warum, immer, aber warum das sollte für Walter Keane David Gorin, also wenn er ihn tötet, kriegt er ja nichts zurück. Er bräuchte dafür das Idol. Also müsste er Lazarus halt töten wollen. Ja, aber der hat das Idol ja nicht. Das haben wir ja richtig, das haben wir gesehen, das hat der Dings, der aber hat vielleicht, den Lazarus getötet. Ist es gar nicht schlecht, wenn wir versuchen, das hier erstmal. Ja, ich überlege eher, ich überlege das, also, Walter Keane arbeitet ja mit David Gorin zusammen, die sind Freunde. Die haben zusammengearbeitet? Und dann verrät David ihn aber offensichtlich, weil er ist ja noch im Bund und Keane wird stattdessen rausgeworfen. Und er wird rausgeworfen, der Gorin hilft ihm da anscheinend ja nicht und der Lazarus betrügt ihn auch. Das heißt, die zwei Leute, die der Walter Keane am meisten hasst, müssen David Gorin und Lazarus Hearst sein. Ja. Seine zwei Freunde. Er hat auf jeden Fall ein Motiv, den. Was ich nochmal machen wollte, hier gab es doch auch immer was. Hier nehme ich jetzt nicht rein. Was danach nochmal passiert. Ah ja, David Gorin hat es überlebt, genau. Genau, und er sagt hier, das Labor fliegt in die Luft. Ja. Genau, also sie haben sich davor, ne, sie tun sich dann quasi zusammen, habe ich den Eindruck, ne? Genau. Und trotzdem wird er dann später verraten. Das ist dann, ja okay, das ist schon eine spätere Nummer. Ja. Ne? Ah, das ist die Nummer, was darum geht. Okay, aber das finde ich, haben wir schon mal gut gemacht. Vor allem hier ist auch jemand, wichtig ist, jemand ist hier mit dem Fahrrad hingekommen. Und er fährt Fahrrad, das ist vielleicht auch nicht unwesentlich im Kopf zu behalten. Ich vermute mal, ne, dass der hier Fahrrad gefahren ist und nicht er hier. Okay, hier drin ist ja sonst weiter nichts außer. Genau, auch hier drin war jetzt halt noch dieses Ding. I have treated you. Ja, ich meine, die haben lange kooperiert, die beiden. Die haben ja kooperiert. Das heißt, dieser Brief hier ist dann noch nicht von Lazarus, sondern dieser Brief wäre von David Gorin. Ne? Ja. Und die Taube ist doch ein Hinweis darauf. Das könnte halt wieder so ein falsche Fährte sein eigentlich. Dass wir glauben, dass das hier von... auch die Tasche zum Beispiel, die... Warte mal. Die müssten wir doch auch wieder erkennen. Weil die Taschen stehen doch. Warum ist jetzt eigentlich das hier oben weg? Weiß ich nicht. Dieses Ausfall ist weg. Das ist doch frech. Ah ne, die steht hier mit mal. Die Tasche kennen wir doch, glaube ich, hier, ja. War das die? Ja. Braun mit Goldschnabel? Ja, da steht drin, von wem es ist. Das war die von... Das ist die von Keane. Keane, Walter Keane, ja. Oh, warte mal, aber dann macht's... Hat das dann noch Sinn gerade? Das ist Walter Keane. Ja, der...
Der bereitet es ja vor, die Falle. Er bereitet die Puppe vor, die aussieht wie er selber. Ja. Okay, Walter Keane kriegt also das diese... Das heißt auch, Walter Keane ist derjenige, der den Lazarus erpresst. Wegen der Taube, oder? Mhm. Mutmaßlich hält Walter Keane hier mit mehreren noch ein Hühnchen zu rupfen. Mhm. Das heißt, Walter Keane, er kommt hierher, bereitet die Puppe vor, setzt ihm seinen Hut auf. Ja, aber ich würde halt sagen, dass diese Taube hier, ne? Ja. Wurde ja dann von David Gorin geschickt. Weil er hatte, also ich vermute mal, weil er kriegt ja einen Brief. Der Brief hier ist ja von David Gorin, ne? Ich dachte eher, das ist die Taube, die zurückgeschickt wurde von Lazarus aus dem Lager. Da stand doch, benutzt meine Taube, um... Achso, das meinst du, dass Walter Keane hier das auch mehrere gleichzeitig abgesehen hat? Quasi? Ja, warum nicht? Und die nach und nach nacheinander platt macht? Weil jetzt ist es ja... Was ich ein bisschen merkwürdig finde, wir haben ja quasi in the afternoon. Ja. Und es geht ja oben, warte mal, wo war die Frau mit der Uhr? Das ist mittags. Warum ist es denn jetzt aber mittags, wenn es dann in the afternoon noch gar nicht passiert sein könnte? Oder? Ich meine, afternoon ist afternoon. Das ja, aber wir so haben noon, jetzt ist es noon nach 12:15 p.m. zu gehen. Oder so rechnet man das doch. Und dann, es gibt um 11 Uhr, was ist es? Ja, 45 a.m. Ab 12 ist dann, geht's in p.m. Nee, ich bin nur bei a.m. p.m. Okay. Okay, wir können sagen, dass das okay ist. Lass uns nochmal ganz kurz mit dem befassen. Der ist halt noch ein Rätsel, ne? Vor allen Dingen hier liegt... Okay, er hat selber eine Waffe dabei. Aber das ist nicht diese Waffe. Ne? Die ist ja gut verschlossen. Aber wer tötet ihn? Und welche? Das kann eigentlich nur Lazarus sein. Wenn Lazarus nicht bei 1 stirbt und nicht beim Tatort 3 stirbt. Wenn wir davon ausgehen, Lazarus erschießt ja dann mit der Kanone. Wenn wir davon ausgehen, dass er hier war, und das ist ja early in the morning, ne? Ja. Und er war hier offensichtlich ja aufgetaucht ist, weil du sagst, das Handtaschentuch. Mhm. Und das ist später als 10 Uhr. Ja. Dann ist er auf dem Weg zurück zum Lager. Dann wäre... das heißt, wenn wir Lazarus sagen, Lazarus ist quasi hierhin morgens, ne? Ja. Dann ist er hierhin. Ja. Aber geht man da nicht unten rum zurück? Dann ist er hier oben zurück. Ja, das können wir auch nicht so ganz genau sagen, was sie dann halt machen. Wer sagt denn, dass man nicht hier nur zurücklatschen darf? Ja, dieser Weg irritiert mich ja ein bisschen. Der wirkt nicht so... Also so wie es... Es geht ja schon, glaube ich, sehr darum, Zeiten, Orte und die Wege quasi in Einklang zu bringen miteinander, ne? Ja. Aber wenn das jetzt... Aber wo packen wir denn Alistair Koch rein? Der hat ja das Idol in die Texte, meine ich. Vielleicht hilft uns das auch. Er hat noch seinen Degen, der ist auch interessant, ne? Ja. Er hat noch eine Waffe und die ist noch intakt. Und er sagt, das funktioniert. Okay, ja. Aber er muss dem Lazarus ja das Idol abgenommen haben, oder? Das ist sein, ne? Why are you not working, you worthless piece of garbage? I'm doing the same thing I saw Lazarus during the Merit Execution. Okay. Okay, das macht Alistair natürlich. Wir wissen, Lazarus hat das Idol. Ja, und guck mal, er hat seinen eigenen Ding halt in der Hand, ne? Jeder hat seinen noch. Ja, ja, das Problem ist ja eigentlich, wo kommt dann diese Waffe her? Das ist seine. Seine eigene vielleicht. Ah, with some blood on it, okay. Okay. Ist ja auch zu obvious, vielleicht, wenn ihm jetzt hier die Waffe fehlen würde. Okay, aber dann sagen wir einfach mal, ne, dass Alistair Koch Lazarus Herbst an dem Crossroads. Das wäre jetzt mal als Diskussionsbasis natürlich komplett falsch. Aber das Problem ist, selbst wenn die jetzt alle korrekt wären, müssten sie zeitlich auch richtig eingeordnet sein. In the afternoon went to the because had tried to no. In the morning went to wanted to and went out to try. Okay, zwei Leute bewegen sich gemeinsam. Die anderen sind jeweils allein. Ich guck gerade, was die Texte so sich unterscheiden. Instead they found the... Wir müssen irgendwas gefunden haben. They started to...
fight over it, okay. Also, das... Ja, ja, das auf jeden Fall darf ich, sorry. Ich finde, das ist einfach grammatikalisch obvious. Mhm. Instead they von... Ja, die anderen Verben gehen tatsächlich gar nicht. Instead they fight over it. Mhm. Haben sie das Idol gefunden? They found the... Golden Idol würde es dann heißen. At the crossroads? Du meinst, weil da der Lazarus liegt? Ja. Ich weiß aber noch nicht, wer. Dann müsste... Also einer von beiden müsste dann Alistair Cox sein, weil er hat's ja jetzt. Ich weiß auch nicht, ja. Went out to try and... Aber dann heißt, er hat auch nicht den Walter Keen dann getötet. Er getötet jemand anderen. To try and kill, have, kill, blackmail, fight. Find. Oh, they went out to try and... Mir fehlt noch so ein bisschen das große, ne? Ja, ich verstehe auch noch nicht das große Ganze. Also die eine Geschichte haben wir, glaube ich, richtig aufgeklärt. Das mit Gorin und Keen. Ja, das kann sein, dass es wann anders stattfindet. Anscheinend schon. Wenn das ist, kann das nicht dann passieren. Okay, aber wir können aber überlegen, wenn man vielleicht... Also, das würde uns enorm helfen, wenn wir das Können wir das vielleicht einmal tauschen? Ich will es einmal, bevor wir es machen, gedanklich einmal durchspielen. Also, wir haben hier keinen zeitlichen Hinweis, ne? Hier steht ja auch nichts. Nur kommen dann halt, ne? Die sagen ja nie wann. Ja. Yeah. Come alone. Okay, wenn jetzt hier aber... Wenn wir sagen, dass diese Nummer morgens passiert sein muss, weil Lazarus sagt, ich habe in diesem Anwesen hier was zu klären in der Früh. Mhm. Und es heißt ja auch 10 o'clock. Naja, das 10 o'clock würde jetzt nicht heißen abends, oder? Also dann kann das theoretisch natürlich auch später passiert sein. Ich würde erstmal sagen, nein. Aber wenn das in... Ich glaube, sagen, wenn jemand dir einen Brief schreibt, 10 o'clock, dann ist es nie nachts, weil sonst macht man ein PM dazu. Willst du das hier tauschen? Das und das, ja. Geht es zum Superlister kocht. Beim Mörder bin ich mir auch noch nicht so sicher. Nee, ich auch nicht. Das kann ja auch sonst... Weil es kann auch jemand anders ihn getötet haben und dann kriegt er trotzdem das... Ne? Ja. So, und jetzt hatten wir gesagt, Walter Keen killed David Gorin. Kevin. War das hier gerade besser? Ach nee, viel. Nee. Hast du gleich nichts eingetragen? Es war genauso rot. Aber es ist doch Walter Keen, der David Gorin. Ich würde nicht andersrum. Ich bin mir relativ sicher. Ich glaube, hier sind auch noch die größeren Teile. Auch diese Nummer ist komplett vage. Was ich gerne nochmal machen möchte, ist mir das Büchlein angucken. Also, weil das hier geht's. Ich glaube, hier kann man die Motive draus ableiten, was hier eigentlich los ist, ne? Also, ne, Lazarus Hurst. Finde David Gowan okay. Sagt, der ist cool. Nicholas Maker findet er auch okay. Wir wissen auch, Nicholas Maker ist nicht tot auch, und. Ja. Ja, das können wir auch schon mal. Alistair Koch. Ready to obey. Ist folgsam. Ja, scheinbar, aber irgendwie auch nicht. Mag ihn nicht besonders, aber er. Nur aus Person. Aber er ist gewalttätig. Mhm. Sagt er im Endeffekt. Ja. Hier sagt er, okay, das ist ein. Gieriger Hedonist, den könnte man... Gut, vielleicht haben James Turner... Vielleicht sind wir bei den James... Vielleicht gehen die zusammen los. Mhm. Weil er stirbt. Sein Pferd reitet alleine rum. Vielleicht killt der Alistair den James Turner. Ja. Ambitious and inventive, but treacherous as... Many small people. Okay, also er mag Keen nicht, er mag Turner nicht. Das würde doch Sinn ergeben, oder? Wenn Turners Pferd, er hat nämlich Walter Keen hier nicht, James Turner, Lazarus killt nicht James Turner. Hm. Vielleicht killt Alistair James Turner. Aber jetzt nicht hier in diesem Text, sondern dort. Während sie über das Golden Idol fighten. Also wir sind ja, zumindest sind wir uns einig, dass die Mordopfer David Gorin sind, ne? Ja. Lazarus muss einer von beiden sein, weil... Er kommt nicht wieder. Und der würde das Idol nie abgeben. Ja. Und James Turner, weil der auch nicht da ist. Einfach. Ja. Weil alle anderen leben, die in Frage kämen. Nicholas Maker. Ah, das heißt, James Turner ist das Opfer am Crossroads. Am ehesten dann, oder? Mhm. Weil Alistair Cock ihn dort tötet, um das Idol zu
kriegen. Weil sie übers. Also es ist kein geplanter Mord scheinbar, oder? Sie kloppen sich ums Idol. Dann wäre aber das Opfer in der Männer. Das kann aber nicht sein, early in the. Achso, weil die Uhrzeiten dürfen wir kurz mal vergessen. Vielleicht ja, stimmen die, nicht. Die habe ich für, um es irgendwie zu visualisieren. Aber ich will nur mal gucken. Also, morgens. Also im ersten Case, nämlich in der Cab, also in dem morgens, ich mache jetzt mal morgens, mittags, ich mache mal morgens, mittags, nachmittags. Amex nicht vergessen. Lazarus kann nicht morgens gestorben sein. Eigentlich nicht, das, ne? Das ist not possible, weil die sich erst um 10 Uhr, ich meine 10.30 Uhr ist nicht morgens. Das ist ein bisschen dumm, finde ich, mit den Zeiten, dass sie sagen, warte mal, was ist, also Lazarus, wo ist der Brief von Lazarus? Weil die treffen sich ja im Inn. Genau, und wer sagt? 10.30 Uhr ist das, ist nicht morgens, oder? Early in the morning, was stand dann da? Mittags? Welche drei Zeiten gab es? Das finde ich auch, die Zeiten sind immer schwierig. Also das ist ja dann Walter Keane, der das Ding geschrieben hat. Weil early in the morning für mich, wenn ich sage früh am Morgen, ist es ja auch nicht 10, das ist ja nicht früh am Morgen. Früh am Morgen ist für mich 7. Ja, nicht, dass wir jetzt an den Uhrzeiten schneiden. Half. At around half. Das 11. ist nicht early morning. Nö, das ist für. So. Ja, ich würde sagen. Ist es before noon? Das ist before noon, ja. Also wir können mal festlegen. Okay, mittags 10:30 ist 10 Uhr. Ist before noon. Das müssen wir uns nämlich einigen. Before noon. Ja. Das heißt, wenn er da war. Ne? Dann kann er nur erst hier sterben. Dann dürfte er eigentlich erst da sterben. Ja. Oder? Ja. Das heißt, Lazarus muss im Abend sterben. Darauf können wir uns mal festlegen. Ist das. Wir sagen jetzt mal Lazarus Hurst. Also stirbt auf jeden Fall hier. Na, aber nicht im. Ich weiß nicht, ob er der am Crossroads wirklich ist. Aber ist das nicht der einzige, der. Okay, warte mal, ich will jetzt nur. Jetzt tacke ich die anderen hier nochmal zurück. Die hatten wir, die nicht gerade auch so hin und her getauscht gehabt? Ja, hatten wir, aber ich muss ganz kurz. Nee, hatten wir nicht. Die waren nee, verschwunden. Die waren gleich hier. Weil wir gesagt haben, early in the morning stirbt jemand im Manor. Aber das kann natürlich komplett falsch sein. Ne, wir hatten sie gerade einmal hin und her geschoben. Ich mach's aber nochmal so zurück, weil wir uns bei der Sache ja relativ keen. Walter tötet David Gorin, ne? In der Cabin. Aber nicht. Das passt halt nicht zu dem hier. Ne, nee, nee, da bin ich ja noch komplett wie vorne. Das heißt, das könnte auch hier passieren, aber ja. Dann. Early in the morning. Afternoon. Vorne. Also early in the morning, genau. Wer sieht ihn davon aus, dass er hier war, weil er, warum hätte er sonst das Cloud Sleep? Also er ist hier und zwar um 10.30 Uhr. Ja, und hier der Brief sagt ja, if he comes alone, dann geh auf ihn zu. Ja. Das heißt... Er muss alleine gewesen sein. Und das heißt auch, doch eigentlich... Genau, er muss alleine gewesen sein, deshalb das hier kann nicht Lazarus Hurst sein. Ja. Lazarus Hurst stirbt nicht in der Manor. Ja. Das heißt, Lazarus Hurst ist das hier. Ja, das muss ja dann Lazarus Hurst sein. Wenn wir sagen, er war alleine, wenn, if he comes alone und nicht mit Begleitung, dann bleibt doch eigentlich nur die Crossroads übrig, ja. Aber dann wäre das hier wieder James Turner, wenn wir davon ausgehen, dass Turner stirbt. Es gibt halt noch fucking Peter Batley plötzlich. Nicholas Maker? Der steht ja hier rum. Ja. Peter Batley. Welcher war Peter? Peter Batley ist... Ah, da. Ah ja, den haben wir ja gesehen. Ah ja, der sitzt ja hier rum. Ja, ja. Stimmt, okay, der ist auch nicht tot. Okay. Der sitzt... Ja, die Nummer habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht gecheckt. Warum sitzen die denn hier rum? I will kill our enemies wherever we go. Worry not. Mary. Ah, übrigens, es ist ja dann Mary. Mary, wie heißt der? Batley. Ja. Ich habe mich gefragt, warum gibt es denn nicht mehr Richards, aber sie haben geheiratet. Ja. Das heißt, die tauchen auch irgendwie auf. Was machen die? Dear husband, you are so brave and you have been... Du bist so... Since early this morning.
seit heute früh trinkst du. Ist ja auch kein Zufall, dass er... Hat er jemanden umgebracht? Was machen wir jetzt? Du bist so tapfer. Ja. Und er sagt, ja, was macht sie? Sagt vor allen Dingen, was machen wir, wenn die, gehen wir nochmal auf sie. Was machen wir, wenn the government man? The evil government man. Wer ist denn the government? Es ist doch das Camp, oder? Ja, ja. Das heißt, er hat jemanden umgebracht, oder? Ja. Obviously. Ja. Hey, du bist so tapfer, was machen wir denn? Und jetzt trinkt er, weil er frustriert ist, weil er Angst hat, weil whatever. Er tötet jemanden am Morgen. Ja. Das heißt, hier würden wir annehmen, sagen wir mal, wie heißt der? Peter Bedley. Aber warum tötet er James Turner? Kurz überlegen. Das ist doch eigentlich... Er braucht Geld. Hat er Wettschulden? Ist Horse Race Betting Slip, meint es, you may proffer him the instruction slip I gave you? Das macht ja keinen Sinn. Ich bin mir nur, weil es jetzt hier von dem, ne, Instruction Slip die Rede ist. Und er hat... Aber es soll doch erst zeigen, dass er immer noch Wettschulden hat, oder? Ja, aber was verbindet das dann genau? I will kill our enemies wherever we go. Das heißt nicht unbedingt, dass er schon getan hat, aber dass er auf jeden Fall die Ambition hat. Ja, aber sie sagt doch, warum sagt sie zu ihm, oh, du bist so tapfer, mein Schatz. Naja. Und jetzt trinkst du, also das, sie sagt ja nur, you're drinking early all this morning, damit wir wissen, wann. Ja, vor allem dieses Bad, ja genau. Also sie sitzen da seit heute Morgen. Das würde dazu, ja genau, dass er das jetzt... Das heißt, wenn er jemanden umgebracht hat, kann er nur jemanden im early, early morning umgebracht haben. Guter Punkt, okay, genau, sie sitzen hier, also genau, bis jetzt sitzen sie hier. Und irgendwas in der Früh kann passiert sein. Ja. Und die Tatsache, dass hier das Pferd aber vom... die ganze Zeit das Pferd von dem Typen rumläuft. Von dem Turner. Ja. Also wir sagen jetzt mal, das ist der Turner, weil das ist immer sein Siegel gewesen. Ja. Und der hat eine Nachricht von Lazarus. Das heißt früher als um 10. Early this morning. Also aber Lazarus kommt ja auch nicht im Camp wieder an, das wissen wir auch. Ja. Das heißt, der kann ja auch aufgehalten worden sein. Oder stirbt Lazarus gleich morgens? Das glaube ich alle nicht. Wer, wieso? Ja, lass uns gleich kurz weiter. Bevor ich geht's nahtlos weiter. Ich muss kurz auf Toilette, weil ich habe sehr viel Kaffee getrunken. Okay. So, Toilettenpause beendet. Es gibt viele Toilettenpausen. es gibt sogar richtig geile Nüsse, du. Ich finde, als Belohnung darf ich 2-3 davon knabbern nachher. Oder willst du das jetzt knabbern? Willst du jetzt eine Nuss? Ja, eigentlich schon. Aber wer Nüsse will, muss Nüsse... Ja, ihr müsst jetzt 2 Sekunden warten. Detektivin Jenny braucht... Danke. Also es ist so eine 500-Gramm-Packung, die ich finde. Ich habe Jenny ungefähr 3 Nüsse da draußen gemäht. Ach, okay. Die Öffnung war so ultra klein. Wo setzen wir nochmal hin? Im Lager. Du willst nochmal... Wir gehen zurück in den Anfang. Wir gehen jetzt von links nach rechts. Nochmal von vorne aufräumen, also es fehlt noch eine Menge, ich das Gefühl. Es fängt ja alles hier an, ne? Ja. Bei dem Anwalt, dem Mr. Maker, so von dem wissen wir wenigstens, der ist okay, der ist sauber, finde ich. Okay, er hat gesagt, Lazarus ist noch nicht zurückgekehrt, für viele Stunden. Ja. Okay, also, das ist schon sehr, sehr lange weg. Das muss spät jetzt sein. Weil das ist ja auch irgendwie immer der knapp, jetzt sind wir quasi Afternoon, ne? Alistair und James Turner. Okay. Die beiden sind unterwegs zusammen. Die sind zusammen unterwegs. Das heißt, wir können bei dem Sinking... Dann würden sie mehr holen. Okay. Dann können wir wirklich eintragen, dass Alistair Koch und James Turner... Du meinst, die sind zusammen losgegangen. Und dann went to try to find... Weil das, warum hatten wir das nochmal gemacht, found to go? Nein. Also, weil es eigentlich grammatikalisch ist. Aber at the crossroads macht... Achso, weil er da liegt. Okay. Oder weil wir sagen doch, dass gerade dass James Turner an den Crossroads liegt, ne? Ja. Und da hätten sie dann das Idle, aber das macht auch keinen Sinn, warum wäre das Idle da. Aber nur das macht erstmal, aber sie versuchen auf jeden Fall den Dings zu finden. Das können wir. Find gibt's. Find.
Okay, wir wissen, das ist aber Sinn. Try to went out. Also genau, die beiden sind zusammen los, um Lazarus Hurst zu finden. Das macht auch nur grammatikalisch Sinn als einziges. Und das stimmt ja, das haben wir gerade gelesen. So. Aha, ah, die werden einzeln korrigiert. Okay, aber dann ist... Aber das kannst du erstmal... On the way back, dann ist... Das fight ist over it falsch. Stimmt. Ja. Okay, aber wir können nochmal gucken. Ah, okay, gut, dass die einzeln gelöst werden und nicht alles. Alles klar, gut. Okay, aber... Das ist nun. Dann ist aber... Ah, nee, wobei, das sagt ja nicht, dass das hier nicht gleichzeitig passiert sein darf, oder? Aber ich würde sagen, hier kommt hin. Ach so. Alistair Koch killt James Turner. Ach so, weil sie... Weil er hat ja das Idol und die start fight over okay, it. Wir wissen noch nicht warum, aber okay, was heißt... Okay. Alistair... Koch... killt... James Turner. Also das ist das hier oben. Kann man das James Turner... Aber at the cabin wäre dann falsch. Ja, dann wäre es auch at the cross. Ups. Wenn wir das, wenn wir dabei bleiben, dann stirbt der hier. Dann würden wir aber sagen, dass der Mann hier wäre dann Turner für uns gerade, ne? Okay. Okay, jetzt die Frau. Okay, wir gehen wirklich den Weg nochmal ab, ja? Ja. Den müssen wir ja auch komplett ignorieren, ne? Also jetzt ist 12.15 Uhr. Und es ist Afternoon. Ich hab's extra kurz, als du auf Toilette warst, gegoogelt. Afternoon heißt auf Englisch alles nach 12 Uhr mittags. Und das ist so ein bisschen verwirrend, wenn du es nämlich auf Deutsch dir denkst und wirklich Nachmittag, ne? Wann fängt Nachmittag für dich an normal? 3, oder? Ja. Und dann so bis 17, 18 Uhr. Aber meine Großeltern, für die ist nachmittags auch nach 12. Aber es ist per Definition nun wirklich nur 12 Punkte? Ist auch weird, oder? Weil wir haben ja... Ja, deswegen heißt es, nee, ist High Noon, ist 12. Before. Noon gibt's auch. Okay, es gibt hier Before Noon, müsste ja dann alles... Early in the Morning ist irgendwie so 7, 8, 9. Und alles danach ist dann wahrscheinlich Before Noon, ist wahrscheinlich so ab 10, 11, 12 oder sowas. Also Afternoon ist 12.05 Uhr, ab 12.15 Uhr. Und die ist hier so ein bisschen die kleine Spion, okay, ne? Okay, lass gucken. Also um 8 sieht man dieses... Neue Gefährt. Neue Gefährt. Das ist das, was an der Männer steht, richtig? Guck dir das mal. Achso, du meinst, das neue Gefährt ist das Ding? Ja. Weil man es... Und weil wir es hier in den Hintergrund haben. Das neue Gefährt ist zur Männer aufgebrochen um 8. Und wir glauben ja bisher, dass Hurst sehr früh los ist, weil er... Wegen dieser Nummer hier, oder? Ja. Aber das wäre um 10. Ach nee, um 10 wieder zurück sein. Ja, ja. Das heißt, er müsste vor 10 aufgebrochen sein. Was er ja macht um 8. Sagen wir, okay, sagen wir, Lazarus verlässt als erstes den Laden um 8. Und geht zum Manor. Und Lazarus geht zum Manor. Ja. Um 8.30 Uhr kommt noch jemand. Auch wieder in Uniform. Und auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad, das haben wir hier gesehen. Ja. Da sind wir jetzt davon ausgegangen, dass David Gorin sein könnte. Das wäre David Gorin, würde mit dem Fahrrad, wenn das David Gorin ist, verlässt. Ja. Oder anders gesagt, die Person auf dem Fahrrad ist auf jeden Fall diese hier. Ja. Und dann um 8.30 Uhr. Two individuals. Ah ja, das sind der Koch, Koch und Turner. Turner. Das heißt, sagen wir mal, der Weg. Hurst geht hier hin. Ja. Weil er sagt ja auch in dem Brief, ich habe früh noch was hier zu erledigen. Ja. Okay, der geht da hin. Und jetzt kommen Alistair Koch und Frank Turner, James Turner. Ich wollte William Turner sagen, wegen dem fucking Hut der Karibik. Mr. Turner. Will Turner. Will! No. Die laufen ihm jetzt hinterher. Ja. Also mindestens mal bis hier sind sie gekommen. Wer ist hier nochmal? Ah ja, da ist Alistair. Ja. Gut, aber das kann ja eher auf dem Weg zurück wieder sein. Ja. Steht hier nicht on the way back, ja. Und er hat das weiße Pferd von Turner. Oder? Hat die haben jeweils ein Pferd gehabt. Oder so. Aber es könnte auch Turners Pferd sein, was er später... Aber genau, wir sagen ja auch, dass Turner tot ist. Deswegen macht Sinn, wenn er ein Pferd hat, wird Turner auch ein Pferd gehabt haben. Ja, wir müssen uns nur fragen, wie sind sie ans fucking Idol gekommen? Guck dir mal das Idol an. Haben wir ja schon mal, ne? Das Idol ist auf jeden Fall links kaputt. Und sieht auch verformt aus. Das ist auch rechts kaputt, ne? Mhm. Dann ist doch das Idol wirklich mit dem Lazarus in die Männer gegangen, oder? Ja, weil... Wir können es nochmal gegenpunkten. Ja. Das ist vor allem hier, ne? Mhm. Ja, und auch hier. Ja, genau. Ja, dann, also ist es... Das Idol ist im Männer... Das heißt aber, auf Lazarus wurde hier geschossen. Das heißt, Lazarus... Ist hier. Stirbt hier. Also... Vielleicht. Maßlich, zumindest wurde es aufs Idol geschossen. Ja. Aber wenn man aufs Idol schießt, schießt man eigentlich auch auf...
Weil sie haben es ja dann gefunden. Ja. Wenn Koch und Turner ihm hinterhergehen, dann finden sie es im Manor. Instead they found the golden idol, das heißt, sie haben Lazarus und der ist niemand mehr identifizierbar. Mhm. Ah, im Manor, oder? Ah, at the Manor wäre es dann. Ja. Watch at the Manor. Yes, Mann! Stunde 30. Erste Sache gelöst. Aber ich glaube, jetzt haben wir so ein Korkenfeld gezogen. Okay, aber dann würde das bedeuten, wenn das korrekt ist, ja, das ist ja offensichtlich, dass. Das muss ja dann morgens passieren, weil er geht morgens ja dahin, ne? Aber dann stirbt doch hier. Aber wer killt? Aber ich kann jetzt, würde jetzt mal Lazarus First hier hinpacken. Nur Peter ja. Battey. Ist es auf jeden Fall nicht. Macht jetzt hier gerade keinen Sinn, ne? Lazarus Hearst stirbt at the Manor. Ja. Deutsch-Englisch, ziemlich gut. Weil wir wissen, okay, wir wissen safe. Found the golden idol. Weil selbst, also wenn Lazarus Hearst hier nicht sterben sollte, warum hätte Lazarus Hearst dann das golden idol da zurückgelassen? Okay, ich will mich noch nicht 100% darauf festlegen, dass Lazarus ja. Hearst hier stirbt. Vielleicht ist er auch, also es kann ja auch sein, dass er gekidnappt wird, oder? Weil wir haben immer noch das Problem, dass wir ja davon ausgehen, dass er um 10.30 Uhr hier ist. Ist er auch auf jeden Fall, ziemlich sicher. Oder ja. Jemand anders gibt sich als er aus. Ne? Weil sie weiß ja nicht, wie... Ja. Okay, aber der Weg ist dann schon mal klar, so. Aber dann fehlt uns hier ein Mörder und das ist... Das, hier sind wir uns jetzt... Okay, aber dann stirbt... Ja, dann ist das doch auch korrekt. Ne? Sie sagen, okay, sie kommen hier hin, finden ja. Das Idol, Turner ist, Lazarus ist entweder tot und aber unkenntlich gemacht. Genau, sie gehen beide zurück, fangen an, sich übers Idol zu zanken und einer ja. von, also, und der ja. Turner wird ermordet. Jetzt die Frage, passiert es dann before noon? Weil, also es passiert nicht early in the morning, weil sie gehen erst before noon los. Mhm. Also sie gehen ja erst 10.15 Uhr los, steht da. Ja. Ich frage, es passiert das hier? Muss das jetzt zwangsläufig zusammengehören? Nein, ne? Nein, das kann auch, nee. Das könnte auch hier passiert sein noch. Ja. Weil in the afternoon, hier ist die Leiche von Turner. Ja. Hier ist Alistair. Hier tötet er ihn. Mhm. Und jetzt reitet er weiter, ne? Ja. Und jetzt versucht er nochmal sein Glück hier an dem Apfel. Und fragt sich, warum geht's nicht, aber es ist kaputt. Es geht nicht, weil es kaputt ist, weil jemand eine fucking Kanone drauf geschossen hat. Ja. Wer hätte eigentlich ein Interesse daran, jetzt können wir mal so denken, ja. Wer würde denn mit einer Kanone auf Lazarus und das Idol schießen wollen? Also auf Walter Keen will Lazarus tot sehen? Aber Walter Keen will doch seine... Will der will nicht, den aber später treffen. Der will doch selber das Idol und genau, und er hat ihn ja schon hier hingestellt. Mhm. Wer ist noch sauer auf den? Der Goran ist sauer auf den? David Gorin, zumindest wissen wir, dass Dingens den nicht mag, ne? Ja. Ne, wobei. Ne, er mag ihn. Ja. Kannst du dir nochmal den Brief angucken? Was ich nämlich immer noch nicht verstehe, ja? Ja. Da steht, du hast 32 Dinge genommen. 32 Jahre. Haben wir nachgeguckt? Walter Keen. Haben wir nachgeguckt, sind exakt seine Merit-Verfehlungen. If you refuse, I will make the story of your true origins know. Wir wissen halt, dass Walter Keen und David Gorin haben ja. Lazarus da eingeführt und der taucht ja plötzlich auf, genau. Der Lazarus, ne? Was ich nicht verstehe, come alone and bring proof something personal of yours. Okay, genau. Komm, und er sagt ja, kommt so, wo Willard Wright, genau. Also das ist auf jeden Fall das, Inn. Genau, jetzt gehen wir ins Inn, aber was er mitbringt... The Veiled Woman, also die verschleierte Frau, sie, das heißt ja, glaube ich, sie soll sich verschleiern. Ja. Also er soll... Er hat irgendwie ja zwei Termine, ne? Sein erster ja. Termin ist hier, das ist early in the morning. Ja, und das andere ist... Und das hier ist eher, das ist dann wahrscheinlich... Before noon. Before noon. Aber er bringt... Ada Baker. Oh mein Gott. Ich habe eine geile Theorie. Okay. Die ist aber ziemlich bekloppt. Okay, ja. Joscha, was wäre... Okay. Bring it. Wenn Lazarus Herbst in Wirklichkeit der Cloudsley ist, Edmund Cloudsley. Warum? Zwei Hinweise. Ja. Bring something personal of your Edmund Cloudsley. Und wenn wir jetzt zurück ins Lager gehen. Ins Lager, gib mir das Lager. Wie komme ich ins Lager? Was ist ein Lager? Ich will hier raus. Klick, klick, links. Sein Tagebuch ist Edmund Cloudsley.
Er ist Edmund Cloudsley in Wirklichkeit. Das heißt, Edmund Cloudsley, Lazarus Herbst existiert in Wirklichkeit nicht. Und dann, gehen wir in den Brief. Und dann macht es Sinn, dass er hier schreibt, your true original Snow. Okay. Oh mein Gott, oder? Du meinst? Oh mein Gott. Das klingt so bescheuert. Ich hoffe, das stimmt. Nein, du hast recht. Geh mal, die sehen sich doch auch ähnlich, oder? Geh mal in die Kiste. Wir können natürlich jetzt den Altersvergleich, also wir wissen, dass das hier ist. Guck mal, er hat einen viereckigen Kopf. Er ist ein schmaler Kopf. Und da auch, es gibt ihn ja auch in den anderen Kapiteln, schmaler etwas Kopf, jünger. Blaue Augen, können jetzt hier dann etwas, ich glaube, der sieht ja immer gleich aus, ne? Ja, mal. Die Augen sind nicht exakt, aber der Kopf... Ja, aber der Kopf ist viereckig und auch in dem, geh mal hier rein. Da sitzt der, hier. Ja, da hat er so eine Perücke auf. Aber viereckiger Kopf, das ist er. Oder? Ja, die Haare geben dir auch so ein bisschen so einen Hinweis. Ach, der streckt eine Perücke, aber und der Tier, das ist einfach das Edmund Seins. Cloudsley, sorry, er ist Edmund. Deswegen bring something personal of your. Und das können nur zwei Leute wissen. Nämlich Walter Keane und Gowen wissen. Weil die waren hier. Die wissen beide, dass er überlebt hat. Okay, aber was genau, und wir haben jetzt ja vorhin schon das Ding angeguckt. Also Keane kam damals hierher, um sich das Idol zu holen. Er kommt hier rein mit dem Coffin, deshalb kommen sie überhaupt durch die Tür. Ja. Dann kommt es zur Schlägerei, Cloudsley macht die Tür zu, bereitet die Bombe vor, die beiden sterben, er ist hier. Ja, und jetzt er hat ja auch noch die Pistole, die ist ja auch geladen, ne? Ja, und jetzt heißt das, hieß es, jetzt können wir nochmal hier hingehen, um das irgendwie zu gucken. Guck mir das jetzt nochmal ein zweites Mal sehen, sie sagen ja. Er lügt ja jetzt. Wenn der ihn anlügt, dann hätten Gorin, Keane und Cloudsley sich zusammengetan. Um Cloudsley in die Bruderschaft einzuschleusen. Again, oder? Weil Edmund Cloudsley war wahrscheinlich auch schon vorher in der Bruderschaft. Achso, ja, unser former brother stand irgendwo. Ja, er war in der Bruderschaft, ja. Er will jetzt wieder in die Bruderschaft. Er hat immer den Ring, um die Bruderschaft zu übernehmen, mit Hilfe seines neuer Identität. Neuen Spielzeugs vor allen Dingen, ja. Das bedeutet doch dann aber, dass das in der Mitte Bullshit war, was wir gelabert haben. Was wir ursprünglich hier hatten mit, was hatten wir da, die zwei Jungs. Wir haben gesagt, Keane tötet Gowen. Aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Aber wenn Keane tötet Gowen. Das stimmt hier nicht, weil, wenn du den Brief nochmal liest, den da in der Hütte. Ja. In der Hütte? In der Cabin. Nee, in der Cabin. In der Cabin. Okay, dieser Brief, wo wir sagen, das ist von Lazarus, a.k.a. I admit I have treated your... Yeah. Long in peace. Dann wäre das aber... Dann würdest du sagen, dass das hier Hearst ist. Ja, Lazarus, ja. Aber warum hat er denn das Fahrrad? Dann ist er halt später wahrscheinlich erst losgefahren. Aber dann, warte mal dann. Weil Lazarus Hearst ist doch auch... Es gab doch noch irgendwo einen Briefhinweis darauf, oder? Aber okay, warte mal, irgendwo gibt's doch diesen Dreizeiler. Ah ja, im Pferd. Im Pferd gibt's doch noch so eine Notiz. Okay, aber das könnte natürlich dann... ist das hier vielleicht doch nicht Hearst, dann ist das hier vielleicht Hearst. Ja. Das würde jetzt trotzdem noch hinhauen. Die Frage ist nur, wie sind die ans Idol gekommen? Aber wenn wir sagen... Was mein Problem gerade ist, wenn wir sagen... Ja. Lazarus Hearst, Lazarus Hearst muss das hier sein, ne? Weil er ist mit dem Auto gefahren. Weil das Auto ist hier. Und auf ihn wird hier geschossen und hier. Vielleicht stirbt er da nicht. Und hier wurde aber zumindest wird hier das Idol gefunden. Genau, aber er stirbt nicht. Weil er bringt auf jeden Fall das Taschentuch. Oh, nee, warte. Vielleicht bringt er selber gar nicht das Taschentuch. Jemand anders? Ja, die einzigen zwei Leute, die das hätten, ein Taschentuch sonst bringen können, sind Gowen. Gowen könnte oder Keane. Gowen oder. Ja, aber Keane ist ja selber derjenige, der ihr das hier schreibt. Aber warum? Was ist die Motivation, ihr überhaupt das Taschentuch zu bringen? Das verstehe ich noch nicht. Also okay, wenn wir hier nochmal reingehen. Okay, ich habe ihm gesagt, komm um 10:30. Das korrespondiert ja mit dir. Er kommt wahrscheinlich in Uniform. Er kommt alleine. Wenn er alleine kommt, dann geh auf ihn zu.
Also, das ist auf jeden Fall jemand alleine gekommen. Und wo ist denn dieses Instruction Slip? Das muss es doch geben. Wir gehen jetzt mal davon, dass das irgendwelche Anweisungen sind. Genau. Einfach. Das muss ein. Das aber you may proffer, übergib ihm die Instruktionen, die ich dir gegeben habe. Ja. Heißt das, aber muss es etwas Physisches sein, aber die ich dir gegeben habe? Ja, ich glaube, es gibt doch diesen. Ach, wo ist denn der? Geh mal auf die Map. Conceal your face, he may recognize you. Ja. Ah. Die kennen sich ja auch. Naja, es ist seine ehemalige Köchin, Angestellte, deswegen, ja. Da macht es voll Sinn. Da macht voll Sinn. Leider klaut die Theorie, bin ich jetzt sold. Allein, okay. He may recognize you. Warum sollte Lazarus Hurst sie kennen, wenn er nicht Edmund Faust ist? Wenn sie sich nicht kennen. Geh mal auf Exploring. Es gibt irgendwo auf der Map so einen kleinen Brief. Du meinst der, die Nummer hier? Ist der im Pferd? Nee, das ist zu lang. Geh mal nochmal in die Cabin. Hat die Leiche den dabei? Ja, hat. Ah ja, das ist die Anweisung. Das sind die Anweisungen. Aha! You will find me in the place where we two first met. Ja, und Edmund Cloudsley Keen trifft Walter Keen das erste Mal. There we can talk. Und das, was wir hier hatten, was er sagt, du fällst auf die Falle, auf dieselbe Falle rein, meint bezieht die Puppe. Bezieht sich nicht auf Gorin, sondern bezieht sich auf Cloudsley. Das heißt, das muss Lazarus Hurst sein. Okay, Lazarus Hurst stirbt hier. Ja. Das heißt, Lazarus Hurst ist die ganze Zeit... Also noch ist er nicht tot, to be honest. Stimmt, er atmet noch. Er atmet noch. Das ist, weil nur Lazarus Hurst hat dann hier auf Keen geschossen und dann schießt Keen auf ihn. Ja. Ne? Das einzige Ding... Ja. Warte mal, kann... Keen ist der Ex... War der noch... Also ist Keen noch Teil... Nee, Keen ist ja nicht mehr Teil des Lagers. Mein Problem in der ganzen Story ist gerade noch, wenn Lazarus Hurst hier mit dem Auto hingefahren ist... Ja. Kann Lazarus Hurst hier doch nicht mit dem Fahrrad ankommen. Nee. Also wie kann Lazarus Hurst hier sterben? Also das heißt, Lazarus Hurst ist nicht hier gestorben. Nee, scheinbar nicht. Aber dann würde er nicht hier sterben. Aber es macht jetzt die Kette, wenn wir mal kurz ignorieren, dass oben diese Männergeschichte ist. Ja. Wann tötet dann denn Alistair Koch, tötet James Turner und Crossroads? Ist auf jeden Fall richtig, weil wir haben das korrekt. Ja. Dann würden wir jetzt sagen, David, Walter Keen. Ja. Darf ich kurz? Theoretisch steht ja hier bevor, nun gehen die beiden los und suchen. Das heißt, er könnte das hier, on the way back kann auch Afternoon sein, theoretisch. Ja, ja. Also aber das hier rechts könnte auch noch unten. Genau, ich versuche jetzt nur das einmal hier richtig einzusammeln. Wir sagen, Walter Keen killed Lazarus Hurst at the cabin. Ne? Ja. Und nicht David Gorin. Mhm. Genau, weil er, also Lazarus geht. Wobei es auch mal nicht, ja doch, es muss Lazarus sein. In dem Fall muss es wirklich Lazarus sein. Weil es sei denn, Lazarus hätte jemand anderem jetzt dieses Taschentuch gegeben. Das kann auch keiner wissen und wieso sollte man? Ja. Damit, er hat auch die Instructions zurück. Dann bekommt er die Instructions, er geht hier hin, zack. Ja. Wahrscheinlich mit dem Fahrrad, nimmt das Fahrrad, fährt hier hin. Und deswegen muss es theoretisch auch nach nun sein. Weil er ist da ja erst um... Geht hier hin. Wird erschossen. Okay. Dann wäre das wahrscheinlich richtig. Irgendjemand gibt es Clown? Nee. Irgendjemand muss das Idol aber vorher an sich nehmen. Genau. Und ich weiß noch nicht wann und wie. Also vielleicht können wir hier mal gucken. Aber. Ja? Jetzt hab ich ein Reveal für dich, Jenny. Ja. Aber. Da wären die beiden hier noch. Ja. Und wenn jetzt Aufbauthese nämlich zu deiner. Ach, wenn Cloudsley noch lebt, dann hat er nämlich plötzlich ein Motiv. Ja. Ich weiß aber noch nicht, was ich damit mache. Aber dann... Ja. Und er spielt doch. Ja, und er spielt, ja. Das heißt, er hätte gegen den hier spielen können. Und die sich die Kanone holen. Sich die Kanone holen. Und er kennt das Ding ja hier auch. Aber woher weiß er, dass das Edmund Cloudsley ist? Erkennt er den einfach von der Art vielleicht? Peter... Die sind verwandt, sorry, er kennt den. Sein Neffe. Er erkennt den einfach, oder? Er würde ihn einfach erkannt haben, ja. Aber dann wäre in dem Fall Peter... Also, der muss ja auch irgendwie auftauchen.
gesprochen. Das und da steht ja auch die Uhrzeit. Er ist nur morgens, er kann nur morgens das da oben. Deswegen muss. Oh. Ja. Close. Aber er killt ja auch nicht Lazarus Hearst. Er tut nicht. Weil er es sei denn, jemand anderen. Und er sagt ja, Walter Kinsey, I recognize your voice. Ja. Das heißt, er identifiziert ihn 1A als Lazarus Hearst. Ja. Das also als Edmund Cloudsley eigentlich. Ja. Ja. Das heißt, das ist richtig, dass er hier stirbt. Das heißt, oben stirbt jemand anderes. Nicht Lazarus Hearst stirbt. Aber ja. Hieße, dass jemand hätte. Aber warum hätte diese Person das Idol? Gibt es Stehlnähe? Kill half black mare kitten. Man kidnappt kein Idol. Können wir ganz kurz. Hier kommt doch Blackmail rein, oder? In the morning to. Nicht sicher, aber ja. Wenn wir Back sagen, had his lost years. Ja, Walter Keen. Ja, das kannst du auch mal einfügen, wenn du sagst, er tried to blackmail. Nee, er will. Genau, Walter Keen erpresst Lazarus Hearst. Ja, was Lazarus hier nicht. Kannst du dir von. Achso, nee, der Rechtsrot ziehst du es. Achso, nee, doch, du kannst es. Da, wo kannst du es dir rausziehen, ohne es wegzunehmen? Das hab ich irgendwie jetzt unten weggelöscht, ne? Walter Keen tried to blackmail Lazarus Hearst. Safe. Ja. Das haben wir gelesen. Warte mal, in the afternoon. Went to the. Kevin? Na, dann wäre es doch Lazarus Hearst, ja. Oder? Ja. Went to the cabin to kill. Ja. Ja, will er ja auch. Walter Keen? Keen. Aber Walter Keen. Krieg ich Walter Keen nochmal? Lass nochmal Walter. Walter Keen, because Walter. Walter der Satz ist ein bisschen ja. Wehen. Because Walter Keen. Ah, doch nicht. Ich hab das Gefühl, auch weil hier Lazarus Hearst ist halt gerade zweimal tot. Oder geht's um die zeitliche Order? Ich glaube, wir sind sehr nah drin. Ja, weil, also, aber es ist doch so. Lazarus Hearst. Wer geht? Geht in die Cabin. Weil Walter Keen schreibt dem Brief: Hey, ich weiß, wer du in Wirklichkeit bist. Aber dann ist morgens mit dem Auto nicht Lazarus Hearst zum Manor gefahren. Nee. Aber dann in dem Fall hätte er doch jemanden beauftragt. Aber wen tötet er sonst? Weil Lazarus gibt Turner einen Brief. Hey, ich habe hier noch was zu tun, ich sollte aber rechtzeitig zurück sein. Aber wir wissen, dass er eigentlich ja hier hingegangen ist und dann hier gestorben ist. Es sei denn jemand, wie gesagt, es sei denn jemand anders hat sich für ihn ausgegeben, aber das würde keinen Sinn machen, weil warum? Ja. Man gibt sich doch nur als jemand anders aus, wenn man etwas bekommt und nicht, wenn man etwas geben muss. Ja. Er stirbt da morgens nicht. Irgendjemand, aber stiehlt ihm jemand vorbei das Idol, ist die Frage. Überlebt er hier vielleicht einfach durchs Idol? Er macht einen Zauber, das Idol wird zwar zerstört, aber er selber überlebt. Geht das? Aber das Peter Badley das macht auf jeden Fall Sinn für uns erstmal, oder? Oder ist eine denkbare Variante? Ja. Weil er hat einen. Aber was wäre der Text dazu? Über die Kanone quasi. Ich weiß halt noch nicht, wer went to the. Early in the morning went. Peter Badley went to the manor to kill because he want to have this ideal wife will aber doch der andere haben. Edmund Cloudsley hat doch gesagt, er will das ideal wife zurück. Deswegen machen die Briefe I wanted to have the ideal wife klingt auch. Es geht nicht. Also, es geht ums Idol auch wieder, oder? Ja, aber dann würde er es doch. Oder er sieht, dass es kaputt ist und nimmt es deswegen nicht mit. Aber warum würde Peter. Gut, ich sehe auch ehrlich gesagt das Motiv noch nicht. Nee, Peter Badley will. Weil er hat sie ja geheiratet. Ja, ist andersrum. Wenn überhaupt, will der andere ihn töten. Dann wollte. Aber warum würde. Aber. Guck mal in die Briefe nochmal, was sie dabei hat. Da stand doch irgendwie drin. Das ist ja nur von damals. I know, ja. Nee, 95. Oh, das ist von jetzt. Edmund Cloudsley schreibt ihr jetzt. Shit, warum haben wir das immer zum Anfang noch nicht gesehen? Ich weiß nicht, weil wir dumm sind. Ah, nee, ich habe nur hier auf das 88 geguckt. Ja, ja. Nee, dear Mary, I know where you are. Das ist er will ihn töten. Das ist andersrum. I know where your unworthy maid is hiding. Hiding you soon. Also, sie haben sich scheinbar da in dem Manor versteckt, ne? Mhm. Soon I will free you from his dirty paws and ship you him to the colonies while you. Doch, 95 ist doch jetzt gerade, oder? Bin ich dumm? Ja.
Da sind so viele Hinweise drauf, dass Edmund noch lebt. Ich bin so ein Depp. Ja, aber das war trotzdem mega gut. Ja, 95 haben wir jetzt. Ja. Early in the morning, Lazarus Hearst went to the manor to kill Peter Batty, ja, because Peter Batty wanted to... To have the ideal wife. To have the ideal wife im Sinne von seiner. Ja, ja. Aber dann ist da irgendwas anderes passiert. Ja. Also es geht ja nicht so aus, wie wir es denn, weil er überlebt es ja schon. Ne? Ja. Aber Lazarus Herbst, ja. Moment, Moment, ich bin ja gespannt, ob das hier noch... Kill oder Kidnap, weil er will ihn zu den Colonies schicken. Ach so, oh ja. Das könnte, aber ich mach mal mit Kidnap. Gucken, ob es... Ja. Kidnap, Peter Batley. Ja, man darf... Warte mal. Peter, da. Ja. Peter Batley, because Peter Batley. Nee, weil der andere will das. Lazarus Herbst wanted to have the ideal wife. Because, Lazarus Herbst, das war vollkommen richtig. Ja, das ist richtig, aber. Was gibt's noch? Have? Nee, find. The Männer lost wife? Also die er verloren hat? Vielleicht. Nee, Ideal Wife. Es ist schon die Ideal Wife, so nennt er sie, ne? Mhm, warte mal. Wieder mein Brief. Ja, Ideal My Wife. My Ideal Wife. Lazarus Hearst went to the manor to kill Peter Batley, weil er weiß, dass sie sich da verstecken, because Lazarus Hearst wanted to have the ideal wife. Lazarus möchte die ideale Frau haben. Find und Fight gibt's noch. To... Vielleicht ist auch eins von denen blond gemeint. Wanted to... To have ist richtig. Vielleicht... Ich glaube, Kill ist einfach falsch. Er wollte den eigentlich ursprünglich... Oh, will er sie entführen? Ja. Er will sie nicht haben, er will sie entführen. An! Wanted to kidnap... Und dann ist Kill auch nicht richtig. Wanted to... Was gibt's denn noch? Fressen ist auch Quatsch. Find Peter Batley? Macht keinen Sinn. Wanted to kill. Okay, Lazarus Hearst findet raus, wo Peter Batley und Miss Richards, oder Mary Batley in dem Fall schon, sich verstecken. Er geht dahin. Ja. Um den zu konfrontieren. Und Peter Batley wehrt sich. Oder was? Wegen der Kanone. Der hat halt eine Kanone zu Hause. Der hat halt gespielt und. Ach, die hat ja nicht vorbereitet, ob die da so hingestellt. Ist einfach, ja. Some small but pressing business to attend. At the property of my late friend Sebastian Pierce. Ja, ja. Okay, deshalb wussten die beiden auch übrigens, wo sie suchen müssen, ne? Mhm. Der kommt da an und schießt dann, und dann wird, ne, Peter Batley wird überrascht, schießt mit der Kanone und deswegen hauen die auch erstmal ab. Aber was ist daran? Aber wir haben doch hier alles, was? Wer, aber wenn dann nicht, aber da stirbt ja jemand, aber wer stirbt denn dann da? Ehrlich gesagt bleibt ja dann nur noch David Goren hier übrig. Ja. Apparently not. Vielleicht ist die Reihenfolge anders, nicht gleich einfach, weißt du? Naja, aber es geht ja nicht, dass es zweimal Lazarus Hearst ist. Nee, das auf keinen Fall. Ich meinte eher die Zeitabfolge. Das muss ja nicht gleich mit dem... Achso, das sieht man nicht. Ja, also, ja, das muss ja nicht immer das sein. Das kann auch hier, wie hier, das kann auch in was resultieren. Weil hier steht ja on the way back. On the way back könnte auch afternoon sein. Ja, aber trotzdem stirbt gerade Lazarus Hearst zweimal. Ja, das ist mir schon klar. Das sind zwei Probleme nur. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass auch noch die Reihenfolge falsch sein kann. Aber wir sind uns ja einig, dass er, dadurch, dass Walter Keane die Stimme erkennt, ja, dass das auf jeden Fall Lazarus Hearst ist und niemand anderes, der sich als... Das kann nicht David Goren sein. Oder er sagt ja nicht, weil wenn er Keane, der will den ja töten. Die haben sich auch lange nicht gesehen. Damn, you cunning devil. Ja, und die haben sich lange nicht gesehen. Ja. It is you. Falling for the same trap, ja, genau. Ja, das ist. Strawman, ja. Das kann nur. Genau, aber dadurch kann das hier nicht der gleiche sein. Es kann auch nicht David Goren sein, da unten.
in der Cavern. Das, was wir vorher hatten, macht ja keinen Sinn. Weil es ist ja schon Edmund Cloudsley auf den Trick reingefallen. Ja, ja. Weil der ist ja der Herr, das andere sind ja seine Diener. Man sagt ja nicht, oh, dein Diener ist darauf reingefallen, hat die Tür geöffnet. Nein, du selber bist ja auf die Puppe reingefallen. Das stimmt ja schon. Ist er ja. Weil er wollte eine Leiche geliefert haben, wenn du dich erinnerst. Was, wenn nicht Peter die Kanone abfeuert, sondern Mary? Ja. Nope. Okay, aber oh, wenn es... Wie kann denn der zweimal sterben? Übrigens, ne, dass er auch Lazarus heißt. Das macht jetzt auch ja, tausendmal der, mehr Sinn. Der Wiederauferstandene. Ich frag mich, ich will das danach nochmal durchsuchen, ob es noch mehr Hinweise darauf es gab. Gibt jetzt, wo man es einmal im Kopf hat, sieht man es plötzlich überall. Aber es ist, das ist gut gemacht. Okay, early in the morning. Lazarus first, went to the manor. Sind wir uns eigentlich einig, dass das der Fall ist, ne? Nicht, wenn er mit dem Fahrrad in die Achso, Dings fährt. Ja. Nee. Und wenn er David Gorin damit beauftragt hat? Ja, vielleicht. Weil er sagt, ja, ja. Er noch, er sagt doch, was sagt er über David Gorin? Proved resourceful, discreet professional. Ja, dann David Gorin, weil er die Frau wieder haben will. Also. Das erste, David Gorin. David Gorin. Ja. Went to the manor to kill Peter Bradley because Lazarus Hurst wanted to kidnap the ideal wife. Hä, da ist er richtig da oben. Vielleicht ist der unten da nicht richtig? Oder hat er das doch überlebt? Das Ding ist... Oh. Nein, das stimmt halt einfach nur nicht. Aber er kann ja selber dahin gefahren sein. Oh, aber warte mal. Aber pack erstmal den Namen zurück. Weil der Name war ja scheinbar richtig. Ich warte. Hä? Hä? Hat ich was ändert? Nee. Peter Lazarus. Peter Bradley. Peter Bradley. Ah, jetzt fehlt Bradley da oben. Also hier kann er ja überlebt haben. Wenn er versucht, Peter zu töten, weil... er die Frau will, Peter wehrt sich und schießt mit der Kanone. Kann er überleben, theoretisch, wenn er das Idol benutzt. Ne, theoretisch Schutzzauber, whatever, irgendwas tut er, dann kann er das hier überleben. Die anderen sterben, dann kann er hier unten sterben. Nur das hier macht keinen Sinn, er kann hier nicht sterben. Oder jemand anderes gibt sich als Lazarus aus, das macht aber keinen Sinn. Das Ding ist halt, das Idol kommt ja auf jeden Fall zu Schaden. Ja. Warum würde jemand anderes als Lazarus das Idol haben? Ja, er geht in die Männer, das haben wir ja hier gesehen, das war richtig. Weil wenn wir es rausnehmen, ist es falsch gewesen. Ja, aber warum, wir haben den Fahrradfahrer und wir haben den Autofahrer, ne? Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass Lazarus um 8.30 Uhr... mit dem Two-Wheel-Ding. Ach, vielleicht geht der Gorin, vielleicht stirbt dann doch der Gorin. Vielleicht gibt sich der Gorin als der Lazarus aus. Wie du eben oben gesagt hast, vielleicht macht er das nur im Inn. Weißt du? Du meinst dann, würde ich... Du hast doch hier eben hier behauptet, hier könnte das ja auch der Gorin sein, der für den Lazarus hingeht. Mhm. Wieso kann der dann nicht auch hier hingehen? Und so tun, als wäre er Lazarus. Dann würde das auch erklären, warum Lazarus gegenüber Turner sagt, er wäre um 10 zurück. Wir hatten immer das Problem, dass wir gesagt haben, um 10 richtig. Kann der nicht hier sein. Und dann David Gorin. Wenn er hier einen Termin hat, um 10.30 Uhr. Geht dann auch in die Hütte, dann stirbt doch David Gorin. Okay, aber dann wäre... Dann würde hier noch was Kleines falsch sein. Ja. Aber dann würde das bedeuten, Peter Bradley killed Lazarus Hurst at the manor, wäre korrekt. Alistair Koch killed James Turner, wäre korrekt. Walter Keane killed David Gorin. Aber dann, okay, die Stimme kann er auch erkennen. Ja. Aber auch so. Ja. Das macht Sinn. Okay, das heißt, er hat sich. Wie ich gesagt habe, okay, er hat sich als Keen ausgegeben. Als Lazarus. Also Lazarus gibt David Gorin, weil er vertraut ihm ja. das Taschentuch und sagt ihm, hey, hier. Fahr hier hin, du
Du kriegst weitere Instruktionen und erschießt Keen. Ja. Dann geht Gorin, a.k.a. Lazarus, a.k.a. Cloudsley, hier hin. Erschießt Keen. Ja. Ist er mit dem Fahrrad gefahren, aber... Ja. Ah, ich erkenne... Okay, it is you. Ja. Aber es konnten beide sein. Das hatten wir auch erst überlegt. Ob das Problem, dieses it is you könnte... Auf beide zutreffen. Ja. Ist, vielleicht macht es auch jetzt, wo er sagt, I recognize that voice, wenn er eigentlich davon ausgeht, dass es Cloudsley ist, ne? Ja. Dann würde er nicht sagen, vielleicht, ah, I recognize this voice. Dann würde er sowas sagen wie... Oh, ich wollte reingehen. Wir gehen mal rein ins Gebäude. Ah, da. Ich sehe den Fall. Guck mal, wenn er sagt, I recognize this voice, wenn er Cloudsley zum Lazarus erwartet, ne? Dann würde er nicht sagen, oh, ich erkenne diese Stimme. Naja. Das ist, man muss aber er kennt auch die, ich weiß auch warum, er erkennt die Stimme, weil der Gorin ihm ursprünglich aufgemacht hat. Genau. Aber man muss es vielleicht eher so, wenn man das jetzt liest, so, oh, ah ja, dieses oh ist, glaube ich, verräterisch. Ja. Oh, I recognize that voice. Oh, das ist... Er ist überrascht. Ja, ja. Okay, geil. Ja, aber dann haben wir es da. Weil dann geht Lazarus auf jeden Fall went to the manor. Ja. To das Austin, da ist, dann ist das es ist auch hier Walter Keen. David Gowen, hier unten. Ja. David Gowen. Ran to the cabin. Ja. So, was ist jetzt hier falsch? Oh Gott, wir sind so gut. Ja, jetzt hat man's. Aber warum was? Also, early in the morning, Lazarus first went to the manor. Ja. Das ist auch er, der mit dem Auto als erstes losfährt, ne? Eigentlich will er den Peter nicht killen, sondern kidnappen. Er sagt auch, send him to the. To kidnap. To find the ideal wife? Nee, to fight? Vielleicht. Sorry, wir müssen das ausprobieren. Was ist mit. Ich glaube ehrlich gesagt, dass du nur die Sachen benutzen musst, die du hier unten hast. Glaube ich. Aber to have ist schon weg. Dann wäre es halt so. Dann sind alle weg. Ja, aber das ist ja nicht... Das kann ja nicht andersrum sein. Das macht doch keinen Sinn, oder? Das ist... Was ist denn... Also, die Namen sind doch aber korrekt. Lazarus Hearst Check went to the manor to... Ist es vielleicht the castle? Nee, es ist Manor. To kidnap Mary Badley because Lazarus Hearst wanted to... Ja, vielleicht. Ja. Da geht es gar nicht darum, Badley zu töten, sondern um Mary. Nur Mary Badley zu haben. Ja. Danke. Oh Gott. Alter Schwede, ist das geil. Ja, wir haben es gleich. Und er ist betrunken und schießt. Ja. No hints needed, danke. Thank you for playing. Okay, before storming the King's. Storming. Also bevor wir jetzt King's Castle stürmen mit unserer tollen Party. Führt Lazarus Hearst his men to Sebastian Cloudsleys altem Anwesen, danke. Weil er Mary, die Frau, die er liebt, entführen möchte. Mhm. Geborene Richards. Mhm. Die sich dort versteckt mit ihrem Mann, Peter Badley. Mhm. Nachdem sie eingetreten sind, nachdem er und seine Truppen eingetreten sind, macht es auch Sinn, warum würde Lazarus alleine gehen? Und ist auch so, ne, Lazarus gibt halt auch dem Gorin so den gefährlichen Task. So, ne? Aber voll frech, dass er die einfach entführt. Ja. Die ist ja scheinbar glücklich verheiratet. Weil sie sagt ja auch, die sind ja glücklich an sie. Und sie treffen auf den betrunkenen Peter, der einfach eine Kanone gewonnen hat. Ja. Das heißt, der die Kanone auch nicht vorbereitet, sondern er hatte sie einfach random. Ja. Und dann schießt der Lazarus einfach ins Gesicht. Und flüchtet. Und flüchtet. Und er hatte halt nie ein Interesse daran, das Idol an sich zu nehmen oder sowas. Hat er auch nicht. Er wollte einfach nur... Ja. Und so endet es. Down. With Riches. Alter Schwede. Ah, die drei jetzt wieder. Ah, geil. Achso, nee, ist das der Maker. Der Typ von eben in der Bar fragt, hey, warst du denn nicht eigentlich Teil der Order Party? Und Maker sagt, nö. Was sagt der nächste Uja? Oh, er wird's verkauft, ja, das. Was verkauft er? Das Idol. Ah. Das Gilded Brass Trinket. Ja, drei. Drei Sous. Verkauft das an den Frenchman oder was?
Oh Gott, das ist geil. Alter Schwede, das hat ein bisschen gedauert, aber das ist so eine geile Endmission gewesen. Oh, guck mal, gewesen. Das sind zwei Brüder. Die ich jetzt nicht versuche auszusprechen. Geil, Alter. Ich liebe das, wie das so ein völliges random End, wie Lazarus Hurst, dieser elaborierte Plan. Aber wie gut, dass du darauf gekommen bist, dass Lazarus Hurst, natürlich ist er das. Ja, und deswegen kauft er auch plötzlich auf und ist wie Teil der Story. Das hat mich die ganze Zeit so, hatte ich mich auch vorletzte Folge gefragt, lass uns doch mal gucken, ob mich Lazarus Hurst schon mal irgendwo aufgetaucht ist, weil es hat mich die ganze Zeit gewurmt, dass der plötzlich so aus dem Nichts auftaucht. Ja, aber er sagt halt, hey, ich kenne einen Freund, der würde gut zu uns passen, das passt ja schon, aber... Geiler Twist auf jeden Fall. Und dann macht das auch auf den Sinn, warum installieren sie denn den random Typen als Leader, warum nicht sich selbst, ne? Weil er die ganze Zeit der Leader war. Ja, und ich bin auch drauf gekommen, aus dem Grund, dass er gesagt hat, bring something personal. Ja, und ich dachte, wieso bringt man ein Edmund Cloudsleys fucking Taschentuch? Ja, man hätte früher wahrscheinlich drauf kommen können. Ja, sorry, aber ich bin drauf gekommen, ich habe mich gesagt. Ja, die Frage ist nah an euch jetzt, habt ihr es vorher gewusst, dass... Ich glaube, man ahnt, das ist schon, das wird hier schon sehr, sehr klar vermittelt. Wir sind einfach so blind gewesen, dass bei dem... dass der Brief neu adressiert war. Da hätten wir drauf kommen müssen. Das Datum. Aber so ist viel cooler, weil sonst hätten wir uns gefragt, hä, wie, der lebt noch? Ja. Oh, wir haben noch einen Epilog. Direkt noch hinten dran? Vielleicht schneiden wir, wenn das viel zu lang wird, oder? Ja, wir machen hier mal einen kurzen Cut und sehen uns sonst einfach, hier geht's gleich an. Alternativ weiter. Liebe Leute, nahtlos oder vielleicht auch nicht nahtlos, je nachdem, ob wir eine neue Folge rausgemacht haben, geht's dann weiter in den Epilog. Halleluja, ey. Aber wir spielen jetzt hier quasi ein Spiel. Ey, dass Edmund Cloudsley einfach Lazarus ist. Was für eine gut erzählte Story das ist, ne? Das ist richtig geil. Richtig begeistert. So, was kommt nach dem Abspann noch? Der Epilog natürlich. The Grand Vision of a Better World. Ah, da. Ach, wir finden die Wahrheit raus. Ah, jetzt guck mal, das sind die drei. Jetzt hat man alle Hinweise schon. Okay. Cloudsley. Ja. Gorin und Keen. Der sieht immer, ohne seinen Hut erkenne ich ihn immer nicht. Und jetzt soll man quasi erklären, was passiert ist. Ja, okay, aber wir können die Leute noch anklicken. Die sagen doch noch was zueinander, das wollte ich weh schon. Ach, die sagen auch was, ne? Wir fangen ganz nichts an. Oder liegt jemand tot? Donate to a veteran who lost his leg in the noble defense of his homeland. Okay. Okay. Jin. Tot. Irgendjemand hat sich vor ihrer Tür tot gesoffen. Okay. Scheinbar erstmal. Witness the power of the idol in my hands and swear loyalty to Lazarus Hurst. We will build the ideal society. Und macht das so Sinn, weil er kennt halt und weiß, wie das Ding funktioniert, ne? Ja. Und deswegen folgen sie ihm halt auch die ganze Zeit. Ah ja, das ist auf als alt, Alter. Ist auf Altern eingestellt, ne? Beziehungsweise nee, auf jünger machen, ne? Er wird ja jünger. Ja. Brotherhood of Masts. Only one thing is worse than imbeciles. Imbeciles with power, the rich and noble have a social club with mystical rituals and other hogwash, and are so stupid that they did not realize when they had some truly miraculous technology in their hands. However, they are influential and persistent and have already caused a great deal of harm. And to me and my goals, Walter Keen has taught me more about their organization and practices. If he tells the truth, and they are truly devoted to their religious entity of Griffin Reborn, could again gain some powerful allies. Okay, aber Walter Keen ist wirklich der, der ihn rein, also der, wer mehr weiß. Mhm. Ja, Walter Keen hat ihm quasi von dieser Brotherhood erzählt. Ja. Und jetzt überlegt er sich, ey, den kann ich ja benutzen für meine Zwecke, ne? Ja. Basically. Ja, das Order Party Manifest. Oh, sie haben schon ein Manifest geschrieben, bevor sie überhaupt ihren Plan konnten. Alle Bürger sind gleichwertig. Alle müssen der Gesellschaft dienen und nach ihren Fähigkeiten. Alle müssen evaluiert werden, ne, nach diesem Merit-System. Okay, die meisten, ne, die herausragendsten, müssen quasi das Ganze leiten. Der König muss abdanken. Und die anderen. Also, okay, muss abgeschafft werden. Die sind wichtiger für die Gesellschaft. Ja. Ah, guck mal, und die wichtigen Leute kriegen mehr Zeit und die schlechten Bürger verlieren Zeit. Alles durch das. Ah ja, und dann gibt's natürlich Miss Richardson. Meine arme Mary. Okay. Er hat den blöden Clown Peter Battley geheiratet.
Und sie muss das getan haben, oh, als ob der ist so ein eingebildeter Arschfatzke. Weil sie sich. Ich glaube, sie wollte ihn vorher schon nicht. Ja, ich glaube, weil er war ja viel älter als der andere. Ja. Ja. Also okay, sie ist jetzt so sehr. Kummer war so groß, dass sie den alten, den ollen Bentley hat. Oh, sie wird zu mir zurückkommen, wenn sie rausfindet, dass ich noch lebe. Mhm. Als ob. Okay. Okay, was gibt's noch? Society must be built on the principle of virtue, only thus can it become. Ich weiß, wie great. Sie es geheidet haben übrigens. Geheidet? Hm. Wir haben doch dieses Zauberbuch. Wir wissen, Edmund hatte das. Und man denkt die ganze Zeit, ah ja, das haben sie dann halt mitgenommen. Ja. Aber nee, Edmund hat es selber mitgenommen. Ja. Ja. Look at the Lemurians. Thousands of years ago, they had an empire on the banks of seven seas. The ancient technology continues to baffle modern science, but they became inert and decadent and forgot how to build and operate their machines. Zumindest dieses Lemuria, ne? Hab ich auch nochmal nachgelesen. Das ist ein mystischer Kontinent, also ein eher so ein mythologisches Ding. So wie Atlantis? So ein bisschen so, aber etwas, was man quasi früher annehmen. Ich glaube, es hieß, glaube ich, zwischen irgendwie so Südafrika und Madagaskar gelegen haben soll. Mhm. The Empire crumbled because it was built on pleasure seeking, not virtue. Okay, es geht also um das Lemuria, was dann. Und warum es untergegangen ist, aber genau. Es war mächtig. It is by divine providence that I got my hands on a working ancient Lemurian artifact. Ja, das habe ich gecheckt. Ah, es ist auch da, the golden idol. I will use its powers to set humanity on the right path. Okay, mal sehen, was die anderen sagen. The ideal state. I swear it, yes. With these powers, I will do whatever it's necessary to build a better world. Brotherhood of the Moors. Ah, James Turner. Walt, dass sie das zulassen, obwohl sie... Dass Walter Keane es zulässt, obwohl jemand anderes noch höher gestellt ist als er. Also wenn ich die beiden gewesen wäre, wäre ich doch hoch eingestiegen. Und da geht es nicht darum, dass sie den Laden hier unterwandern? Naja, nee, Keane ist ja schon Mitglied. Ja. Ach so, deswegen. Na klar, der kann ja seinen Status nicht ändern. Ja, wenn wir jetzt auch gefährlich in einem Hitlergruß uns den hier machen, wenn sie ein bisschen höher gehen. Yes, my lord, I swear my loyalty to you and I will undertake whatever tasks are required of me. David! I thank you for dealing with all the challenges relating to my death and for keeping an eye on our new ally. I do feel I have impressed him not only with the gold idol, but also with my vision of the ideal society. Come on, come to our hideout on November 24th. We are ready for the next step. Okay, okay. Und jetzt sind wir hier quasi im... euer new ally ist dann Waterkin, ne? Mhm. Das bezieht sich darauf. Cool, na dann gucken wir mal, was passiert ist. Ja. Okay. Ah! Sie wirft das Idol raus und gibt es. Ja. Ja, gibt es zu Little Pip. Ja, David, ne? Es ist David Gorin hier oben. Okay, wir müssen ja von vorne. Wen haben wir denn jetzt hier namentlich? Wir haben Sebastian und Edmund Cloudsley. Peter. Und Mary Bedley. Wir haben Willard Wright, wir haben David Gordon, Walter Keane, Lazarus Hurst, James. Turner, Alistair Koch. Ida, Virtus, Hughes. Brotherhood, Order, Party. Griffin, Reborn, King. Okay. Ah, The Griffin, Reborn. Der Gold kommt da rein. To be the Griffin, Reborn. Und hier kommt Final Showdown. Brotherhood into the Order Party. Und hier kommt der King rein. Und der unkooperative King König. Soll. Hier, er wollte die Dings Mary kidnappen. So können wir es. Okay, wir gehen. Okay, machen sorry, das. Ich habe das gemacht, was ich als erstes sehe. Wir lesen das danach. Mary Bedley. But was shot by Peter Bedley. Peter. Also, da warte mal, dann wäre das David Gorin. Ne? Ne, warte mal. Nee, Lazarus Hurst. Edmund Cloudsley in dem Fall halt, ne? Ja. Edmund Cloudsley wanted to kidnap Mary Bedley, but was shot by Peter Bedley. And the idol was broken. Ja. Das Ende. Das ist das Ende seiner... Ja, das Ende können wir erwarten. The Brotherhood of Masters.
Master sind doch der Turner und der Alistair Koch, oder? Alistair, ja, haben wir gerade nochmal, das können wir nochmal gucken. Haben wir auf der Liste, ne? Ja. James Turner und Alistair Koch, weil ja. Dan ist tot. Ja. Da, James, hier. Alistair. Ups, Alistair. Koch. Koch und James Turner. Helped Edmund Clarksner. Die Macht zu ergreifen. Im Land. Eigentlich helfen sie Lazarus Hearst. Weil den gibt's auch. Da den würde ich da eintragen, weil die wissen ja nicht, dass er. Stimmt, er ist. Ja, du hast recht. Sie haben Lazarus Hearst geholfen, die Macht an sich zu nehmen im Land und ihre Macht durch die Rule of Virtuous? Heißt das nicht so? Ja. Die regieren durch die Tugenden. By taking. Use. Ah ja, genau. Away from common people and giving it to the. Party. Order. Party. Brother. Ja, nee. Das ist ja schon die Order Party, oder? Ja, also sie nehmen von den Leuten, die sich schlecht benehmen, Leben weg und geben das ihren Leuten. Ja. Genau, sehr gut. Zack. Yes. Wir rollen das noch hinten auf, weil da haben wir ja gerade gespielt. Ja, deswegen. Das war irgendwie einfacher, fand ich. Hier geht es darum, dass Keen das Ding an sich nehmen wollte, ne? Ja. During one attempt, Walter Keen was captured, ne? Würde ich sagen, heißt es dann. Ja. Weil als er versucht quasi das Idol an sich zu nehmen. Für die Bruderschaft, genau. Was captured and... Oh ja, das ist ja auch der Brief, er hat nicht mal gelogen. Das ist das Ding, er lügt nicht. Und er lügt nicht und der fucking Lazarus fällt ihn ja an den Rücken und behauptet einfach später, er glaubt nicht daran, dass er die Wahrheit sagt. Was für ein Arschloch, weil er weiß, dass das die Wahrheit. Ja, und dann ist jetzt aber, wer ist jetzt wieder Cloudsley, ne? Ja, die müssen wir jetzt uns aus dem hier nehmen. Hab ich den noch? Edmund Cloudsley. Convinced him to join his side. Edmund Cloudsley used the idol to make himself young. Young, ja. Er hat sich damit jünger gemacht. The Idol, da unten. To infiltrated the Brotherhood. Da unten links, Stark. Ja. On the new identity of Lazarus Hearst. Ja. Genau. Yes. Also Keen wollte das Idol stehlen, er wurde gefangen genommen, Cloudsley überredet ihn, dass er seine Seite, ne, seiner Seite beitritt. Gemeinsam infiltrieren sie da die Bruderschaft. Und jetzt macht alles so viel mehr Sinn, weil das Ding ist, dass wir ja dachten, oh, er hat das Idol einfach selber erhalten, was für ein Arschloch hat er gar nicht. Ja. Ja. So, und das ist jetzt Sebastian Cloudsley. Ja. Hinterließ das Idol to the. To the Brotherhood, oder? In his will. Ja, weil in ja. In Form von well, Willard Wright. Hier, Willard Wright. In his will, but when Willard Wright. Stimmt, der war drin, ist dann aber gestorben und der Edmund Cloudsley geht dann quasi, ne, holt sich so zurück. But when Willard Wright on orders. Ja, jetzt ist dann Edmund Cloudsley's orders, oder? Ach nee, warte mal. Nee, das ist hier noch nicht richtig in his world, but. Ja, Willard Wright kommt da nicht rein. Nee. In his will, but then, wer hat's an sich gerissen? David Gorin? Von Edmund Cloudsleys? Und David Gorin ist ja immer der Diener von Cloudsley. Ja. Der empfiehlt ihn doch auch ganz am Anfang schon, glaube ich, ne? Stole the Idol. Idol. And accidentally stabbed. Ach ja, das Willard Wright. War das zufällig? Was scheinbar schon, das wussten wir nicht. Das lernen wir jetzt gerade. Mal gucken, wie das da war das, du sagst, die Szene war eben da. Du konntest da eben springen. Im Sinking. Da oben, kannst du springen. Ah ja, hier. Hier, ja. Und jetzt musst du aufs Sinking gehen. Da steht hier eigentlich Regan. Ah ja, das war ja eine falsche Fährte. Ash Blair? A fight ensued. Hey, aber eigentlich ist es dann Ash Blair, der den tötet, oder? Finden wir gleich nochmal raus.
Da. Da haben wir Ashblair nicht. Nee. Die Bruderschaft will jetzt Rache, ne? Ja. Tasked Waterkey. Mhm. To punish. Admiral Clarksney. Mhm. Würde ich mal. Und das Idol zurückzuholen. Ja. Okay. Ja. Das könnt ihr nochmal gucken. Jetzt mit der letzten Sekunde war ich mir auch nicht ganz sicher, was ist jetzt mit Ashblair. Was hatten wir jetzt gerade gesagt? Ah. Kannst du einfach ein Split klicken, oder? Dann siehst du das eben. Geh mal da ran. Ja. Ach, das geht nicht. Ach, jetzt. Und dann Thinking. Ja. Haben wir jetzt gesagt. Left ear. David Gorin. Edmund Cloudsley, ja. David Gorin accidentally stabbed Willard Wright. Ist David Gorin dann Ashblair? Warte mal, das ist der, ne? Ja, ja. Moment, der sieht so aus. Ja. Das heißt, es war ein Pseudonym quasi. Hier, warte mal. So. Ja, du hättest auch wieder was Menü gemacht. Ups, sorry, ja. Ob ich dumm bin, geht das nicht. Da. Ja, ja, es ist Ashblair. Es ist der gleiche Typ. Er hat einfach sich einen anderen Namen gegeben. Ja, was noch Sinn macht, wenn er hier schon so auftaucht, ne? Ja, gut, dass wir ihn damals nicht erkannt haben. Ja, das ist eher sowas von. Deswegen habe ich doch auch gesagt, er kommt mir so bekannt vor. Ja, ja. Aber da hätte man es schon wissen können eigentlich. Ja. Wir haben uns auch, da haben wir uns auch gewundert, warum taucht denn Ashblair nicht nochmal auf? Ja. Aber damit sind ja wirklich... Der Tabakko, Mann. Oh, und deswegen nimmt sich den Namen von dem Tabakko. Natürlich. Weil er raucht den doch die... Oh, darf ich kurz? Ja, ja. Er raucht den doch die ganze Zeit. Nennt sich die ganze Zeit. Wie nenne ich mich denn? Nimmt er das Erstbeste, was er die Hände kriegt. Da hinten rechts steht er. Hier. Ja. Ashblair. Der Tabakko-Typ. Ja, okay, das war jetzt nicht... Breaking. Das ist mega geil. Aber ein kleines, feines Detail nochmal zum Ende, ne? Man hätte auch da schon... Gut, das macht jetzt keinen Unterschied, ob... Weil wir dachten auch, Ashblair arbeitet für den. Ja. Aber gut, in dem Fall ist Ashblair und David Gordon einfach eine dieselbe Person gewesen die ganze Zeit. Das ist ein fantastisches Spiel. Oh, das war super. Ich klatsche. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat es jetzt auch so gut gefallen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wann ihr wusstet, dass... David Gordon zum Beispiel Ashblair ist und vor allen Dingen, dass Edmund Clarkson und Lazarus Hurst ein und dieselbe Person sind. Das ist so geil. Da. Er hat es die ganze Zeit geplant. Das ist schon so krass. Geiles Spiel, liebe Leute. Das ist so krass. Wir sehen uns bald wieder zum nächsten. Das war The Case of the Golden Idol. Vielen Dank, wunderbar. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.